Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören. Neue Folge Podbolzers 1902 mit Mike und Stefan, genauer gesagt Ausgabe 39. In dieser ganz speziellen Ausgabe sprechen wir natürlich wie gewohnt über das Spiel unseres MSV gegen 1860 München und begrüßen zudem, ja, diesmal eine absolute Legende hier bei uns. Und damit ich dies nicht alleine tun muss, / darf oder kann, schalte ich jetzt sofort, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, ins Mörserloft und frage gleichzeitig, wie lange, Mike, hast du für die Strecke Mörs-Vreden, Vreden-Mörs gebraucht? Und sage schönen guten Abend. Hallo, hallo Mörs. Hallo, hallo Mörs. Hallo Mörs. Hallo Mike. Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem man den Podcast hört, liebe Podbolzer-Community. Grüß dich, Stefan. Liebe Grüße zurück nach Baal. Richtig, wir haben die Schwiegereltern besucht, meiner Frau. Beziehungsweise mal die Eltern meiner Frau besucht, die leben in Vreden. Wer es nicht weiß, da muss die A31 so ein bisschen brettern. Stefan kennt sich aus, ne? Richtung Ostfriesland, da kennt sich ja ganz gut aus in die Richtung. Nee, A31, wie lange habe ich gebraucht? Etwas über eine Stunde, ne? Das sind knapp 100 Kilometer. Und war aber schön, ne? Die Nachbarn mit Kindern und... Ach, gerade hast du mir noch gesagt, dass du scheiße gepennt hast, weil die keine richtige Matratze haben. Ja, gepennt habe ich wie ein Affe am Schleifstein, das kann ich dir sagen. Also gepennt habe ich richtig kacke, aber der Rest so drumherum, das Wetter war ja gut und so, war ja top. Aber wollen wir nicht zu lang über irgendwelche unnützen Klamotten im Vreden quatschen, sondern wir haben was richtig Geiles heute, oder? Ja, wobei für unseren Gast jetzt gleich vielleicht ganz nette Information am Rande. In Vreden hat sich auch Rob Rekers, niedergelassen. Ehemalige Legende vom VfL Bochum. Klar. Echt? Hm? Wie heißt der Ort nochmal? Vreden. Vreden. V-R-E-D-E-N. Vreden. Das ist okay. Hier so hinter Borken. Ja, okay. Ist schon Westfalen. Okay. Aber Münsterland. Aber sensationell, bevor ich den Peter hier ankündigen kann, kommt er jetzt schon hier ins Bild. Denn wir haben ja die Sprecheransicht jetzt gerade noch. Lieber Peter, ich habe es ein bisschen anders vorbereitet, aber gar kein Thema. Und zwar... hätte ich jetzt damit angefangen. Ja, und wie schon seit der Silvestergala und in den letzten Tagen angekündigt, bin ich jetzt sehr stolz, dass es nun endlich geklappt hat und möchte unseren Gast gebührend einmal vorstellen. Und wir hatten gerade das Thema, für alle Leute, die jetzt dazu kommen, hatten wir gerade offline. Ich fange mal so mit an. Jetzt. Einfach nur ein Graus. Hohe Schornsteine sehe ich. Hitzholz-Rundgarten. Königstraße abgesperrt. Chemie-Alters nicht gestört. In Duisburg. Und so weiter und so fort. Schönen guten Abend, lieber Peter. Hallo, guten Abend. Servus. Servus. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Gerne. Und wie es sich natürlich so gehört, natürlich die erste Frage: Wie geht's dir und was machst du denn so? Mir geht's gut. Ich bin gesund, was ja wichtig ist. Ja, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Zwei kleine Kinder. Und das ist das, was mich so den ganzen Tag ein bisschen ausfüllt. Genau, das mache ich. Okay. Also kein Fußball, kein Trainer, kein Manager. Kein Sportdirektor, keine Gesangskarriere. Keine Gesangskarriere, ja, hat man ja gerade gehört. Ja, also schön zwischen Homeschooling und Corona und sonst irgendwelchen Gedöns versuchen irgendwie die Zeit so gut es geht rumzukriegen, denke ich mal. Ne? Absolut. Wie läuft das zu Hause, Homeschooling mit den beiden Kindern? Klappt das nicht? Die Kleine geht noch in den Kindergarten, die kommt jetzt erst in die Schule mit dem Großen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Klar hat der dann auch manchmal Tage, wo er überhaupt keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn ihn der Vater oder die Mutter ihm erklären will, wie es funktioniert. Haben auch natürlich auch Auseinandersetzungen. Aber das kriegen wir rum, die paar Wochen, die wir jetzt noch
das Ganze machen müssen. Das schaffen wir jetzt auch noch. Ne? Ich denke, das kannst du mit deiner bayerischen Ruhe aus Trostberg kannst das schön wegmoderieren, ne? Ja, sicher. Und dann, wenn es gar nicht geht, dann machst du ein schönes Fiege auf, weißt du, dann ist auch alles nur noch halb so schlimm. Wie ist denn der Quervergleich? Fiege, Köpi, Fiege besser? Ist beides ein sehr herbes Bier. Mein Schwiegervater ist ja wirklich so auf dem Standpunkt, außer dem Fiege trinkt er kein Bier. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, probier doch mal das Köpi. Das ist auch gut. Und seitdem, also wenn mal wirklich gar nichts geht, würde der sogar auch ein Köpi trinken. Und das ist eigentlich schon mal Riesenlob. Das ist ein Riesenlob für das Bier. Ne? Perfekt. Ja, Mike, hast du noch weitere Fanfragen von dir? Nee, alles gut. Das war nur ein bisschen Smalltalk. Alles gut. Um zu überbrücken, ne? Nö, eigentlich nicht. Das hat sich jetzt so ergeben. Das war ja spontan aus der ganzen Geschichte heraus. Also nur mal heraus. Ja, man darf sich doch mal über Alkohol unterhalten. Na, selbstverständlich, gut. Selbstverständlich. Prost. Sag. An dieser Stelle. Ja, Wahnsinn. Aber wir haben gerade das Duisburg-Lied gehört. Läuft ja nach wie vor rauf und runter im Stadion. Da kamen wahrscheinlich so ein paar alte Gefühle hoch. Wirst du nach wie vor noch damit konfrontiert, mit diesem Song oder mit diesem Lied generell? Wir haben es ja gerade auch hinter der Kamera nochmal besprochen. 2013 damals beim Lizenzentzug vorm Stadion mit dem Bülent-Axen beispielsweise zusammen dann nochmal aufgetreten vor, weiß nicht, wie viel hundert oder sogar tausenden Zuschauern habe ich heute bei YouTube gesehen. Ist natürlich schon eine geile Nummer, ne? Ja, aber konfrontiert wirst du natürlich nur dann, wenn du jetzt nach Duisburg kommst, ins Stadion gehst. Ne? Also so, man ist ein schönes Lied. Wir haben das wirklich damals auch gern gesungen. Hat auch gut zu der Zeit gepasst, aber ist halt leider jetzt nicht so, dass du, wenn du den Fernseher anmachst, dass dieses Lied irgendwo kommt, bei Viva oder bei MTV. Also von dem her gesehen, konfrontiert wirst du dann, wenn du im Stadion bist, das Lied hörst, und denkst dann über die alten Zeiten nach, als das damals entstanden ist. Und freust dich halt, dass es doch noch da ist. Ne? Ja, ich finde es super, das muss ich auch wirklich sagen. Ne? Also das sage ich jetzt nicht, weil Peter hier sitzt oder sonst irgendwas. Das ist schon, also ich sage mal, derjenige, der sich mit Duisburg identifiziert, der kann sich sicherlich in dem Lied wiederfinden. Ist die Stadt auch in ein gutes Licht gerückt. Ich meine, die Pressemitteilungen der letzten 10, 20 Jahre waren jetzt nicht immer so positiv. Und wenn man dann als Duisburger vielleicht den einen oder anderen Depressionsanfall kriegt, ich finde das Lied ganz gut. Also muss ich wirklich sagen, meine ich jetzt auch nicht irgendwie höhnisch oder sowas. Ne? Also ich schweiß im Stadion dann die Leute auch zusammen. Und es ist ja auch so, dass wenn das Lied endet, man ja noch ein, zwei Passagen weiter singt. Und das würden die Fans nicht machen, wenn sie sich mit dem Song nicht identifizieren können. Ne? Also ich meine, früher lief immer der Zebra-Twist und das ist ja schon so ein bisschen auch, hat zumindest die große Konkurrenz gemacht. Ja, wobei natürlich Zebra-Twist ist halt noch die Nummer eins. Ich glaube, dass das Lied Duisburg kommt irgendwie kurz davor, wird das eingespielt. Ja, genau. Und das ist ja auch wirklich ein Lied, wo man mitsingen kann und wie du schon gesagt hast, wo man sich irgendwo wiederfindet. Und wir haben das ja damals ja auch gesungen, weil wir wirklich zu dem Zeitpunkt einfach irgendwas Schönes machen wollten. Ne? Es lief super, die Leute waren im Stadion, wir hatten die Bude immer voll. Es war eine Euphorie in der Stadt. Und mit dem Lied konntest du halt auch ein bisschen was zurückgeben. Ne? Also das ist jetzt kein Karnevalsgedönse, sondern... das stimmt. Da wäre was für mich gewesen. Für mich wäre das Karnevalsgedönse was gewesen. Tada! Ja, und wir hätten damals auch wirklich sehr viel Geld verdienen können. Ne, wir sollten ja das Lied ja auf, keine Ahnung, wie viele Anfragen wir damals hatten, auf irgendwelchen Feiern oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber ich hab zum Bülent auch gesagt, Bülent, also bei aller Liebe, aber ich singe dieses Lied gerne, aber ich stelle mich jetzt nicht irgendwo auf eine Bühne weil dafür ist mein Gesang einfach viel zu schlecht. Und wenn du dann noch Geld dafür kriegst, weißt du, für die Scheiße, dann habe ich gesagt, wir singen das. Wie gesagt, ich stehe hundertprozentig zu dem Lied.
Aber das machen wir lieber nicht. Ne? Mike, ich stelle mir an dieser Stelle vor, so Asperg oder Orser Schützenfest. Ey, überragend. So Asperger Bürgerfest, ey. Der Asperger Bürgerfest, so 800 Mann, irgendwie sturzbesoffen, Samstagabend. So. Das wäre der absolute Runner. Aber wo du gerade sagst, du wolltest mit der Scheiße kein Geld verdienen, meinst du also, die Schalke-Profis müssten gerade ihr Geld zurückgeben? Oh, boah, also ich meine... So am Rande. Knallharter Übergang. Wir haben mal nichts mit Schalke an der Mütze. Ich meinte nur, weil das ist gerade die größte Scheiße, die, glaube ich, so in der Gegend gespielt wird. Das ist, das stimmt. Also zumindest, also denen würde es immer noch gut gehen, wenn sie die Hälfte abgeben müssten, würde es denen immer noch sehr gut gehen. Also es gibt ja bei denen einige Spieler, die ja wirklich ein paar Millionen im Jahr verdienen. Und also ich würde mich schämen, ne, wenn ich am Ende des Monats auf meinen Kontoauszug schaue und da stehen, egal wie viel Scheiße ich gemacht habe, immer noch, keine Ahnung, 300.000, 200, 300.000. Ich weiß nicht, ob es den Jungs gut geht, ne? Aber wahrscheinlich laufen ja auch ein paar rum, wo man auch wirklich das Gefühl hat, die sind ja froh, wenn sie absteigen, weil dann sind sie nämlich ablösefrei. Ne? Also denen ist das auch relativ wurscht. Dann sind sie halt wieder weg. Wollte ich gerade sagen, schämen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wahrscheinlich trotzdem jeden Monat freuen, weil 300.000 Euro, 400.000 Euro für nichts. Ja klar. Oder für wenig. Ja, für ja, wenig, klar. Für wenig. Genau, aber du hast gerade angesprochen, alte Zeiten auch. Was uns natürlich interessiert bei allen Leuten, die jetzt hier immer bei uns am Start sind, wie ist es damals dazu gekommen, dass du überhaupt beim MSV Duisburg gelandet bist? Ne? Also die damalige Zeit kannst du ja mit der heutigen gar nicht mehr vergleichen. Wir haben letztes Mal hier von Dietmar Hirsch oder wir haben auch von anderen, von Andreas Gierchen damals gehört, wie die zum MSV gekommen sind. Ne? Also das ist wirklich nur der Präsident, da haben die sich auf der Autobahn getroffen damals. Da gab es noch keinen Spielerberater so in dem Sinne und. Und du kamst ja letztendlich von den Grasshoppers aus Zürich. Genau. Wie ist die Situation oder wie ist es dazu gekommen? Ach du, das war wirklich, also ich wäre ja wirklich fast nicht nach Duisburg gekommen. Ich wollte meinen Vertrag bei Grasshoppers Zürich nicht verlängern, weil wir irgendwie fühlte ich mich so ein bisschen verarscht, aber das wäre jetzt zu lange zu erzählen. Ich habe, wie gesagt, ich wollte es nicht mehr, ich wollte diesen Vertrag nicht verlängern und wollte eigentlich schon mit dem Fußball abschließen. Und bei mir war es so, ich habe die Verträge immer alleine gemacht. Aber genau bei dem Wechsel nach Duisburg hat mich ein Berater angerufen und meinte, pass auf, du könntest zum MSV Duisburg in die erste Bundesliga gehen. Ne? Und ich habe im Endeffekt dann gesagt, ja, aber ich möchte nicht aus der Schweiz raus. Ich bin jetzt seit 6 Jahren da. Ich würde schon gerne in der Schweiz bleiben. Und ich weiß nicht so recht. Und dann sagt er, pass auf, quatsch doch einfach mal mit Ewald Lien. Ne? Und der hat mich dann echt um 1 Uhr nachts angerufen. Und ich habe, ich glaube, mit Sicherheit 2 Stunden mit dem telefoniert. Und der hat mich dann überzeugt, nach Duisburg zu kommen. Und weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich aus der Schweiz nicht raus. Und es war meine Heimat dann. Ich wusste auch gar nicht genau, wo Duisburg überhaupt liegt. Ne? Als Bayer sowieso und dann noch in der Schweiz. Und ich hätte es, wie gesagt, ich hätte es fast nicht gemacht, aber Duisburg war wirklich so, das ist zustande gekommen, weil mich ein Berater angerufen hat. Ne, sonst, ich glaube schon, dass der Ewald Lien sich erkundigt hat und ich glaube schon, dass er wusste, dass ich doch relativ erfolgreich war in der Schweiz als Stürmer. Aber den Kontakt, den hat im Endeffekt ein Berater hergestellt. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich werde dir nachher im Nachgang mal einen YouTube-Link zukommen lassen. Wir haben auch mit einem Kollegen von uns schon eine kleine Dokumentation über die 90er Jahre gedreht oder gesprochen. Und da wart ihr natürlich zu der damaligen Zeit 93, 94, 94, 95, richtiges Thema hier. Und Mike, wie viele Stunden haben wir über den MSV zu der damaligen Zeit gesprochen und wie groß waren unsere Augen? Wie groß oder wie hell haben die geleuchtet? Ne?
Ja, wir haben eine Doku gemacht über die 90er, über die 2000er und 2010er und natürlich waren die 90er dahingehend die erfolgreichste Zeit. Also auch die Zeit, mit wo wir, glaube ich, auch am enthusiastischsten dran gesessen haben. Ich glaube, es waren 5 Stunden. Also Peter, du musst ja nicht 5 Stunden anhören, aber wir haben halt, wenn du über 10 Jahre sprichst und du packst 10 Saisons da rein und du sagst jede Saison eine halbe Stunde, naja, dann kommst du halt auf 5 Stunden, das summierst dann schnell auf. Und natürlich, gerade, du hast ja auch eine Frage später vorbereitet, Saison 93, 94, wo wir auch da mal kurz Tabellenführer beispielsweise waren und sowas, wo der MSV geile Auswärtsspiele auch hatte, wo wir, glaube ich, 5-1 gegen Bremen gewonnen haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ne? Genau. Ja, also waren schon ordentliche Sachen dabei. Und wenn man als Fan damals gewusst hätte, worüber man sich 2020, 2021 unterhalten muss, hätte man wahrscheinlich die ganzen Geschichten noch mehr zu schätzen gewusst. Ne? Das wissen wir jetzt, wo wir in der Retrospektive über die 30 Jahre vorher sprechen. Also kann ich nur ans Herz legen, war auf jeden Fall eine coole Sache und hat uns auf jeden Fall mega Spaß gemacht, weil als MSV-Fan war das für uns, ja, ich bin jetzt 33, Stefan ist 37, war dann schon dann die schönste Zeit. Und vor allen Dingen der Einstieg dann zum MSV, ne? Also ich mit 7 irgendwann ins Stadion, war schon ganz cool. Ja, klar. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn du sagst, Ewald Lien hat dich da 2 Stunden lang angerufen oder mit. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein. Bei Ewald. Nein. dass er so spät noch wach war, ne? Aber ich war ein bisschen jünger. Das Problem war, dass ich noch nicht zu Hause war an dem Tag. Auch gut. Kontrolliert gesoffen, oder was? Kontrolliert gesoffen, genau. Hast du gelesen, ne? Ja, ich habe das ein oder andere ein bisschen gelesen, genau, aber. Ja, fand ich auf jeden Fall einen sensationellen Spruch, den muss ich mir auf jeden Fall merken. Den werde ich wahrscheinlich irgendwann bringen und dann sagt meine Tochter irgendwann mit 18 zu mir, ja, ich habe die Nacht kontrolliert gesoffen, Papa. Ja, also von daher, gutes Ding. Bleiben wir aber nochmal kurz beim Thema. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel über die 93er, 94er, dazu haben wir ja die Doku und dazu, glaube ich, können wir ja auch den Verweis machen. Der Michael, der hat ja auch noch ein Date mit dir in den nächsten Wochen oder Monaten. Da werdet ihr euch auch nochmal austauschen. Aber so, mich würde natürlich interessieren, weil der Mike es gerade angesprochen hat. Das war natürlich so gerade die Zeit, wie ich zum MSV gekommen bin. Und 5-1 in Bremen. Ich meine, das Spiel habe ich damals abends nicht sehen können, da war ich noch zu jung. Oder es lief ja auch nicht Sky oder keine Ahnung. Genau. Ja, da gab es auch dran, ne? Und sowas. Ich weiß noch, genau. Das habe ich auch in der 90er-Doku erzählt. Da bin ich morgens aufgestanden, habe noch ARD-Frühstücksmagazin gesehen und da habe ich gesehen 5-1 und war ja, glaube ich, legendäres Spiel auch von Ferry Schmidt, wie der da richtig komplett durchgedreht ist, da mit 2 Toren. Ja. Du bist da leer ausgegangen, machte aber wahrscheinlich nichts an dem Tag. Aber mich würde interessieren, so Punkt 1, wie war so das Zusammenspiel zu der damaligen Zeit mit jemandem wie Uwe Weidemann, Ferry Schmidt auf der einen Seite und, was der Mike gerade schon gesagt hatte, Rückspiel gegen Bremen, 1-0 zu Hause gewonnen, dann letztendlich dann für einen Spieltag dann die Tabellenspitze übernommen und muss man sich mal reinziehen, mit, glaube ich, einem negativen Torverhältnis. Richtig. Absolut. Und deswegen, ich hab jetzt schon ich würde sagen, 1 oder 2 Interviews gemacht, vielleicht sogar noch 3 Interviews gemacht, weil wirklich genau im Februar damals wir mit dem schlechteren negativen Torverhältnis Tabellenführer waren und vor allen Dingen am 22. Spieltag oder 21. Ne? Und das ist absurd. Ne? Absurd. Also das war wirklich so, wir kamen aber auch relativ schnell wieder runter. Ne? Wir haben, glaube ich, eine Woche später gegen Bayern gespielt, Erster gegen Zweiter. Ja, ich keine Ahnung, ich glaube, ich bin in 45 Minuten in der ersten Halbzeit, ich glaube, da stand es ja schon 3-0 oder was. Ich glaube, ich bin 3-mal über die Mittellinie gekommen. Und zwar beim Anstoß, wenn die Bayern ein Tor geschossen haben. Die haben uns so dermaßen verhauen. Und da wussten wir auch relativ schnell, dass wir da oben jetzt nicht hingehören. Ich würde mal sagen, es hat die ganze Mannschaft hat irgendwo zusammengepasst. Ne? Wir haben einen unglaublichen Konterfußball gespielt. Wir hatten genau die richtigen Spieler dafür. Wir standen hinten eigentlich relativ gut. Ne? Wenn wir verloren haben, deswegen auch dieses negative Torverhältnis, wenn wir verloren haben, haben wir richtig verloren. Aber wir haben halt einfach auch Spiele 1-0 gewonnen oder 2-1, weil wir einfach eine richtig gute Abwehr hatten mit Westerbeek als Libero, Wohlert, Nehüs und natürlich dann auch mit Uwe vorne, der eine sensationelle Saison auch damals gespielt hat. Und wir haben uns super verstanden, wir beide.
Und da ist ja auch immer so die Frage, die man sich so stellt, ne? Verstehen die sich auch wirklich so, wie es sich in der Leistung ausdrückt, oder? Also der Uwe, also wir beide haben uns auf dem Platz super verstanden, wir haben uns beim Training super verstanden. Abends war eher der Hobby mein Flügelmann, mit dem ich mich super gut verstanden habe. Und aber das war so, ich glaube, das war diese Euphorie, die Duisburg damals hatte, weil sie sind ja aufgestiegen. Da kommt dann diese Euphorie dazu, dann holst du dir Spieler, die wirklich hungrig sind. Also ich wollte ja auch als Deutscher endlich mal zeigen, dass ich auch in der Bundesliga bestehen kann. Und es hat im Endeffekt hat alles super gepasst und wir haben uns auf dem Platz haben wir wirklich bis zum letzten Blutstropfen haben wir gekämpft und wie gesagt, es hat gepasst. Ich meine, nach dem 22. Spieltag wurde es da ein bisschen weniger, aber die Typen, die auf dem Platz standen, das war schon eine Einheit. Sonst funktioniert sowas ja auch nicht, ne? Naja, hört sich auf jeden Fall nach einer verschworenen Gemeinschaft an. Hast du denn noch mit irgendjemandem Kontakt aus dieser Truppe? Den Hobby habe ich einmal im Jahr beim Karneval in Duisburg getroffen. Also ich fahre wirklich immer zum Karneval. Sehr gut. Immer nach Duisburg und früher noch im Steigenberger noch abgestiegen und ich penne dann auch da im Steigenberger. Den Uwe Weidemann habe ich getroffen, weil ich jetzt seit letztem Jahr bei der Fußballschule bei den Kessen. Ach, bin ja, ich als Trainer. Jörg und Ralf. Genau, bin ich als Trainer mit dabei und der Uwe ist auch da und da sehen wir uns halt jetzt, ne? Und freuen uns, quatschen viel. Ach krass, weil wenn ich mal kurz einhaken darf, bei Jörg und Ralf kenne ich auch und halt noch vom Fußball, Duisburg 1900 haben die jahrelang gemacht und da habe ich jahrelang auch gegen die gespielt und mein Bruder hat auch mal da gespielt und ich habe einen guten Freund, der mit denen gut befreundet ist. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, krass. Okay. Wenn ich kurz fragen darf, wie läuft's in der Fußballschule? Ja super, ich glaube in dem Moment, wo klar ist, welche Termine die zu vergeben haben, ich glaube, ein paar Tage später ist das schon ausverkauft. Also liegt jetzt nicht daran, dass ich da bin, sondern das hatten die vorher schon. Bei denen ist es wirklich so, die geben die Termine raus und auf einmal sind dann auf einmal 60, 70 Kinder oder 60, 70 Plätze schon wieder weg. Und die machen das sensationell. Deswegen mache ich es auch, weil ich normalerweise, ich bin bei der VfL Bochum Fußballschule engagiert. Und ich mag eigentlich normalerweise solche Fußballschulen nicht so gerne. Ich habe das früher mal gemacht und hatte immer das Gefühl, das ist eigentlich nur Abzocke. Ne? Die Leibchen stinken, die Bälle sind nicht aufgepumpt. Trainer, die da sind, die sind froh, wenn sie wieder weggehen können. Die nehmen sich einfach die Kohle dann noch mit. Und deswegen habe ich, und ich habe über Facebook habe ich das so ein bisschen verfolgt. Und ich fand das sensationell, weil die haben Top-Klamotten für die Kinder. Die sind mit Leib und Seele dabei. Die Frauen von den beiden sind dabei. Der Sohn ist dabei. Kevin, und, ne? Der Kevin. Und mir hat das so gefallen. Und ich habe irgendwann einmal von mir aus, habe ich denen eine Nachricht zukommen lassen. Weißt du was? Ich würde, weil ich komme ja gern nach Duisburg. Ne? Also ich... das ist ja wirklich so, wenn du da dann da bist, dann erinnerst du dich an früher und das hat ja immer so ein bisschen Nostalgie und so. Und dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, pass auf, ich würde gerne bei euch, wenn ihr Lust dazu habt, würde ich gerne bei euch als Trainer einsteigen in eure Fußballschule. Und da bin ich jetzt drin. Mega, wenn ich noch zwei Fragen stellen dürfte, ganz schnell. Welche Lizenz hast du? Ich habe gar keine. Und wo trainiert ihr? Bitte? Und wo trainiert ihr? Wir trainieren bei 1900. Ah, okay. Also an der Düsseldorfer Straße.
Genau, da wo die früher auch waren. Duisburg, heißt Duisburg 1900, ne? Ja, ja, genau. Heißt Duisburg 1900, genau. Ja, ist ein Steinwurf von der Weder entfernt. Ja, geil. Genau. Mega, mega. Ja, viel Erfolg dabei, super. Ja, danke. Ja, aber dann sag ihn bloß nicht, du hast nichts mehr mit Fußball an der Mütze. Du hast ja noch genug mit Fußball zu tun. Ja, ich sehe mich ja bei solchen Dingen eher als Animateur. Ne? Also ich möchte, dass die Kinder, wenn die nach der Woche nach Hause gehen, sagen, boah, ich habe mit Peter Kötze trainiert und wir hatten so viel Spaß und es hat wirklich Laune gemacht und ich will da wieder hin und das ist für mich wichtig. Ne? Und ich wäre kein Jugendtrainer. Ne? Also ich möchte jetzt keine Mannschaft jeden Tag trainieren und am Wochenende mit denen zu irgendwelchen Spielen fahren oder eine Herrenmannschaft trainieren oder irgendwo Manager werden. Das ist nicht mein Ding. Also von dem her gesehen, habe ich mit Fußball nichts zu tun. Aber das, klar, diese Fußballschule, die liegt mir schon am Herzen. Wie gesagt, die Kinder, wenn sie kommen, zu unterhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ich werde mit Sicherheit aus einem Talent, der zu mir kommt, werde ich kein Profi machen in der Woche. Ne? Und das ist auch nicht meine Aufgabe, da sehe ich auch nicht meine Aufgabe darin, sondern wie gesagt, die sollen Spaß haben. Ne? Man muss sehen, dass sie gerne wiederkommen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn sie dir am Ende des Tages sagen, weißt du was, Peter, bei dir hat es richtig Spaß gemacht. Das ist für mich die Intention, die ich bei der Fußballschule habe. Ja, ich denke mal, Mike, kann man genauso stehen lassen, können wir unterschreiben. Um vielleicht den Bogen ein wenig zu spannen, denn unsere Zuhörer da draußen und Zuschauer, die sind es ja gewohnt, dass wir auch immer eine Review haben. Deswegen vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle den Blick aufs aktuelle Geschehen. Wir kommen gleich nochmal explizit auf dich zu sprechen. Vielleicht aber auch, um dich mal mit reinzunehmen, wie verfolgst du aktuell so das Geschehen in der dritten Liga? Was uns jetzt gerade erzählt, muss jetzt nicht unbedingt jedes Spiel gucken, aber wahrscheinlich in der Zeitung oder irgendwie Internet oder durch Bekannte kriegt man es ja trotzdem irgendwie mit, dass der MSV gerade aktuell immer noch ein wenig im Schlamassel steckt in der dritten Liga und nicht zu deiner Zeit in der ersten oder jetzt auch wie vor ein paar Jahren noch in der zweiten, sondern in der dritten Liga. Ja, ich war ja letztes Jahr oder letzte Saison war ich ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Stadion. Da waren sie ja noch relativ lange Tabellenführer, haben dann irgendwann einmal den Anschluss auch verloren. Da habe ich das natürlich schon verfolgt und ich hätte auch im Leben nicht damit gerechnet, dass der MSV jetzt in der Saison so weit nach unten kommt und so in den Abstieg reingeht, weil das ist schon dramatisch, finde ich, ne? Weil ich glaube schon, es ist schon scheiße, wenn du von der zweiten in die dritte Liga musst, ne? Allein von den Geldern her, die bezahlt werden. Und vom Interesse her, aber wenn du, glaube ich, von der dritten in die Regionalliga runter musst, da kannst du, ich meine, da wisst ihr wahrscheinlich selber, wie viele Traditionsclubs daran gescheitert sind. Ne? Also guck Wattenscheid, Uerdingen, Aachen. Ja, Aachen, RWO, RWE kämpft seit 10, 12 richtig. Jahren, auch Wuppertaler SV mal früher und sowas, Fortuna richtig. Köln. Klar. Ja. Fast unmöglich, dann da, wenn du da reingehst, fast unmöglich, dann da wieder rauszukommen, ne? Weil eben dir die Gelder fehlen und man hat schon mitgezittert. Ne? Aber ich hab Magenta Sport habe ich leider nicht. Deswegen verfolge ich das halt meistens im Internet oder guck dann abends, wie haben die Jungs gespielt und zieht das schon so ein bisschen mit. Und Gott sei Dank hat der Trainerwechsel so viel gebracht, dass sie zumindest da unten rausgekommen sind. Und stecken immer noch unten drin, aber haben sich so ein bisschen Luft verschafft. Und kannst nur hoffen, dass es weiterhin so positiv läuft. Ja, genau. Und ich würde sagen, da steigen wir auch an dieser Stelle nochmal ein mit Blick auf das 1860-Spiel, Mike. Ich denke mal, Zebra-News der Woche, das können wir uns heute an dieser Stelle mal schenken, weil von Mittwoch seit dem Saarbrücken-Spiel bis Samstag
gar nicht so viel passiert ist. Wir kommen ja gleich auch noch auf die Ausstellung oder auf den Kader zu sprechen. Aber im Vorfeld des Spiels, lieber Peter, wir haben immer so eine lustige Abstimmung, die nennt sich Sieg oder Schalke. In Anlehnung an Sieg oder Niederlage, was Niederlage ja gleichbedeutend mit Schalke ist in der aktuellen heutigen Zeit. Lieber Mike, klär uns doch mal auf, wie haben denn unsere Zuschauer da draußen abgestimmt? War ein bisschen überraschend. Also wir hatten ja beim Spiel gegen Saarbrücken, hatten wir noch ein leichtes positives Übergewicht mit 57-43. So, dann hätte man ja meinen können, nach dem 1-4 gegen Saarbrücken, wo wir dann auch hinten raus, also eigentlich zwei Drittel des Spiels sehr gut gespielt haben, mag man nicht glauben bei dem Ergebnis, hinten raus dann die Flügel haben hängen lassen, mit 1-4 untergegangen sind, war tatsächlich zwei Drittel Sieg auf MSV. Also Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe auch auf MSV, also nicht nur bei, kann man ja sehen, bei unserem Tipp-Gewinnspiel, 2-1 auf Duisburg getippt, aber auch bei Instagram habe ich auch abgestimmt auf Duisburg. Kann vielleicht damit zusammenhängen, dass wir letzte Mal sagten, nach dem Saarbrücken-Spiel, ganz ehrlich, das ist die erste Niederlage in dieser Saison, wo wir vom Platz gehen, auch trotz der Höhe, und sagen, ganz ehrlich, war vielleicht sogar die zweitbeste Saisonleistung nach dem Wiesbaden-Spiel. Und wenn die es ähnlich auf den Platz kriegen, mit ein bisschen mehr Stabilität, wir haben noch gehofft, dass vielleicht sogar, mittlerweile sind wir ja soweit, dass Kammer Walker wieder ins zentrale Mittelfeld zurückrückt, dass wir es vielleicht dann schaffen können, 68 Tore zu schlagen. Und was soll ich sagen? Es ist 1-0 ausgegangen und die Stabilität war da und die zwei Drittel der User hatten recht. Mhm. Gehen wir aber nochmal ein kleines Stück zurück in Bezug auf die Ausstellung. Also war ja wieder verwunderlich so, ne? Also er hat ja schon, also Pavel Dortchev hat schon eher so diesen Gino Litieri-Style an den Tag gelegt. Also sprich, ein paar Leute direkt wieder in die Startformation à la Dominik Volkmar. Dominik Schmidt gar nicht im Kader. Und ja. Ja, auch Leute. Maximilian Sauer, ne? Auch plötzlich genau. Wieder in der ersten Elf. Der war vorher zwei Wochen gar genau. Nicht im Kader. Bitter gar nicht im Kader. Dann vermissen wir nach wie vor so Leute wie Hetva, Jendovian, die auch aktuell gar keine Rolle spielen. Kawainer möchte ich gar nicht drüber sprechen. Also es gab dort schon so ein bisschen Rotation. Aber das ist ja dann eher diese große Rotationskelle, ne? Also sprich, nicht, dass du von der Bank in die Elf kommst oder von der Elf in die Bank, sondern irgendwie geführt von Tribüne in die Elf oder von Elf auf die Tribüne. Am Ende des Tages muss man aber allerdings sagen, Ergebnis gibt den Trainer dann halt recht. Ne? Ist ja ein Ergebnissport und solange wir dann so das Ganze auffangen können und der ein oder andere vielleicht ja auch eine Verschnaufspause braucht, muss man sagen, unterm Strich, alles richtig gemacht? Ja, da, bevor ich darauf antworte, vielleicht dann auch nochmal. Ne? Peter, was macht das mit einem Profi, wenn du sagst, pass mal auf, du bist zwei, drei Wochen gar nicht im Kader, also wirklich nicht in den ersten 16, 17, 18, bist auf der Tribüne, sonst irgendwo, die im Umfeld wird schon stimmlaut, boah, ja, was ist da los, ist er verletzt, ist er nicht verletzt, wechselt er, und dann kommst du wirklich dieser Kaltstart von der Tribüne ohne Spielpraxis zwei, drei Wochen in die erste Elf. A, ist dir sowas schon mal passiert, und B, was macht das mit dem Kopf? Da gibt es halt, glaube ich, verschiedene Spielertypen. Ne? Also ich kann mich erinnern, als ich in die Schweiz gewechselt bin mit 20 zu Young Boys Bern damals, ich war der vierte Ausländer. Ne? Und damals war es wirklich noch so, es durften nur drei Ausländer spielen. Du kamst nur in die Mannschaft, wenn einer verletzt war oder wenn der Trainer gesagt hat, du bist jetzt besser als einer von den drei Ausländern. Also das heißt, ich hab das erste halbe Jahr relativ oft gehabt, dass ich wochenlang gar nicht berücksichtigt wurde und auf einmal hieß es, du, es hat sich ein Ausländer verletzt, du musst rein. Also bei mir hat es ja funktioniert, Gott sei Dank. Ich habe eigentlich immer geknipst auch und habe meine Leistung gebracht. Ich war von mir so überzeugt. Ich habe super trainiert und ich war dann einfach da. Und nach ein paar Monaten habe ich dann auch den Ausländer auch verdrängt und war dann Stammspieler. Aber es gibt natürlich aber auch Spielertypen, die brauchen Zeit. Da kannst du jetzt nicht sagen, du drei Wochen auf der Tribüne, du spielst jetzt morgen unter den ersten Elf. Wie gesagt, gibt die Typen, die sagen, ich nutze die Chance, wenn ich da jetzt reinkomme, haue ich alles weg. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch die Typen, die dann sagen, ja, ich brauche aber schon das Vertrauen vom Trainer, ne? Und auch von der Mannschaft und ich kann das nicht. Ne? Aber ich weiß nicht, wie eure Spieler jetzt da funktioniert haben. Ob der, ja, kommen wir jetzt zu. Ob der das dann angenommen hat oder gesagt, okay, das ist jetzt meine Chance zu zeigen. Ich bin da.
ich möchte nicht auf der Tribüne sitzen, kann sich auf mich verlassen. Hat das gut gemacht oder? Ja, lösen wir jetzt auf, ja. Wobei der Mike jetzt natürlich dieses Fass aufgemacht hat. Und da muss ich jetzt auch nochmal eine Anschlussfrage stellen, Peter. Wenn du sagst, du warst von dir früher selber überzeugt, zumindest von deiner Leistungsstärke in dem Fall, was würdest du denn als deine größten Stärken beschreiben? Also für die Leute, die, ne, als Hintergrund mal dazu gesagt, wir haben auch viele jüngere Zuhörer, die dich vielleicht gar nicht mehr aktiv haben spielen sehen, im Gegensatz zu mir oder zu Mike. Aber da wird es mit Sicherheit was geben, wo du sagen würdest, boah, Antritt à la Bashiru Salou, Abschlussstärke à la Lewandowski, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Beschreib doch mal ganz kurz. Also was ich hatte, war eine gewisse Schnelligkeit. Und ich konnte halt auch wirklich laufen. Ich hatte eine Kondition. Ottmar Hitzfeld hat, als er mich damals zu Grasshopper Zürich geholt hat, hat er gesagt, er hat eigentlich selten einen Spieler gesehen, der so viel laufen kann, so lange laufen kann, der in der 90. Minute noch fähig ist, einen Sprint über den ganzen Platz zu machen und trotzdem noch schnell ist. Das kennt er eigentlich nicht. Ich glaube, dass ich eine gewisse Technik hatte, ich konnte beidfüßig schießen und was ich hatte, war auch dieses Näschen. Ne? Ich stand halt auch immer da, wo der Ball halt hinkommt. Ne? Und ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als der abgezockte Stürmer, der so wie Lewandowski, der, wenn er im 16er drin ist, wo es halt einfach scheppert. Also ich habe extrem viele Torschancen verballert. Und von dem her gesehen, dass diese Kaltschnäuzigkeit, die hat mir dann so ein bisschen gefehlt. Aber sonst alles im Grunde genommen ein solider Bundesligaspieler. Ne? Ist ja cool für unsere jüngeren Zuschauer, wenn die jetzt gleich gerade hören, ja, ich habe extrem viele Torschancen verballert. Also der ein oder andere, der in eurem Alter ist, der wird sich mit Sicherheit. Ich habe auch schon mal Tor gesehen, ja, ja. Alles ja, gut. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich glaube, das wird mich auch mein Leben lang verfolgen. Wenn ich über sowas spreche, dass ich ein paar Torschancen verballert habe, werde ich nie vergessen, wie ich in Duisburg im zweiten Jahr den Torwart ausspiele und will ihn dann einfach ins leere Tor schieben und schieße ihn über das Tor. Danach, glaube ich, hat dann auch wirklich der letzte Fan im Stadion gegen mich gepfiffen. Mike, ich stelle mir an dieser Stelle vor, so einen 16-Jährigen, der uns heute zum ersten Mal hört, wo wir angekündigt haben, Legende Peter Kötze. Und dann hört er gerade in diese Passage so rein. So nach dem Motto, nur Torschancen. Ich verballer nur Torschancen und schieße über das leere Tor. Aber da müsst ihr jetzt, um meine Ehre zu retten, müsst ihr jetzt eigentlich noch ein paar Einspieler reinhauen. Nein. Zum Beispiel Bayern München. Ich habe gegen Bayern München ein Tor geschossen. Ja. Wer kann das schon von sich behaupten? Nee, richtig. Und vor allen Dingen hast du ja auch die ersten Sachen, die du gesagt hast, stimmten ja auch alles. Ne? Also du hast es ja vorhin so im Nebensatz erwähnt, bei Ewald Lien, Konterfußball. Und wenn man dann natürlich hört, Schnelligkeit, Laufstärke, erster Kontakt, zweiter Kontakt, die Technik ist da, ja, dann bist du ja der prädestinierte Spieler. Also wenn du einen Spieler hast, der die wiederholte Sprintfähigkeit hat, damit will ich ja nicht sagen, du hast jemanden, der, was weiß ich, 11-8 läuft auf 100 Meter und das schafft er aber nur einmal im Spiel oder zweimal, sondern es dreht sich dann um die wiederholte Sprintfähigkeit. Wenn du die kombiniert bekommst mit einer Grundlage, Ausdauer, dann sage ich dir, dann bist du ganz weit vorne und dann hat Ottmar Hitzfeld auch recht und dann finde ich es schade, dass man dich beim BVB 96, 97 nicht gesehen hat, beim Champions-League-Sieg, da hätte Kalle Riedel noch vorne unterstützen können. Ja, absolut. Ja. Ich hätte nichts dagegen gehabt, den Pokal mal in die Höhe zu heben. Das glaube ich dir. Genau, um dir nochmal in die Bresche zu springen, Peter, ja, ich stehe nochmal auf. Da ist es. Warte kurz. Ja. Für alle, die uns nur hören, ich bin gerade aufgestanden und habe ihm das Trikot von 93, 94 gezeigt. Ne? Mit der Nummer 9. Mit der Nummer 9, Mike, also damals schon vorausschauend. Ach, da. Guck mal, auch das Lammer. Griffbereit. Ich habe auch einen Langarm. Ja, super. Wunderbar. Extra heute noch, bin runter und habe das Trikot rausgeholt. Sensationell. Ja, geil. Sensationell, Gänsehautmoment. Coole Sache. Ich bin einer der wenigen, die immer angesprochen werden. Hör mal, hast du das jetzt nachträglich noch bestellt? Nee. Ich hatte damals die gleiche Größe wie jetzt.
Das Problem war nur, da tangen die wahrscheinlich bis über die Knie, bis über die Arme runter, wa? Ja. Hat Vater gesagt, ich kaufe dir ein langes Trikot, damit du davon 10, 20 Jahre warst. Ja, ne? Genau. Clever, muss es sein. Ja, um zum Spiel zurückzukommen, deine Frage habe ich nicht vergessen. Ja klar, also wenn du 1-0 gewinnst, zwei Positionen in der Viererkette tauscht, auf 6 noch wechselst, vorher die Schießbude der Liga bist, meisten Gegentore und du spielst dann 0 gegen Aufstiegsaspiranten, ja sorry, dann hast du natürlich alle Argumente auf deiner Seite. Wenn wir alle drei einzelnen Spieler kurz beleuchten wollen mit 1-2 Sätzen, Bitter ist ja verletzt ausgefallen, war deshalb auch nicht im Kader, dementsprechend kam Sauer rein, Sauer war defensiv solide, offensiv halt, wie wir es gewohnt sind, Kernschrott. Ja, also offensiv ging halt gar nichts. Viele Fehlpässe, sehr, sehr fahrig. Da kommt vielleicht dann auch zur ganzen Nervosität vielleicht dann noch diese Tribünenaktion dazu. Aber er hat im Defensivverbund keinen Fehler gemacht, meines Erachtens nach. Sicherlich hat er vielleicht auch mal einen Zweikampf verloren. Ja, klar. Aber wir reden jetzt darüber, dass er jetzt nicht irgendwie einen Schlaganfall hatte, der zum Tor geführt hat oder einen Stellungsfehler oder sonst irgendwas. Hat natürlich eine Offensive gerade in der ersten Halbzeit eine Fehlpasskette teilweise an den Tag gelegt mit 4, 5 Fehlpässen in 6, 7 Minuten. Glücklicherweise konnte 60 kein Kapital rausschlagen. Dominik Volkmann, muss ich sagen, beste Saisonleistung. Also hat ja jetzt nicht so viele Spiele gemacht, müsste ich jetzt gucken. 10 vielleicht, weiß ich nicht genau. Und stand ja auch sehr in der Kritik, bei uns beiden ja auch, schon vor dem ersten Spieltag, als er beim Schau ins Land Reisen Cup zum Spieler des Spiels, Spieler des Turniers gewählt wurde, mit 7 Gegentoren oder was. Da habe ich auch schon gedacht, was ist denn da los? So, und muss ich wirklich sagen, hat seine Sache grundsolide, zweikampfstark, ist er ja sowieso, physisch ist er so gut unterwegs. Hatte so ein bisschen Probleme mit dem Knicker in letzter Zeit. Hat er gut runtergespielt und gefühlt, glaube ich, Sascha Mölders komplett aus dem Spiel genommen. Also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und Wilson Kamowaka, muss man wirklich sagen, er ist vor allen Dingen dann gut, wenn es ein Kampfspiel wird. Ne? Da muss man wirklich sagen, am Ball lasset, aber der räumt ab. Ne? Und wenn man sagt, 60 in einem 4-3-3 mit 2 Achtern und Frei hat sich um das Spielerische gekümmert, da muss ich sagen, bei Ballverlust Kamavorka, der war immer da. Ne? Also das ist so der Hidden Champion, ne? der nie genannt wird und der die Räume zumacht, wenn eine Scheiße läuft. Also die drei Wechsel haben sich bezahlt gemacht, auch wenn Sauer ein bisschen abgefallen ist. Ja, kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben. Also zumal, ich finde auch, Volkmar hat eigentlich auch so körperlich ganz gut zu Mölders gepasst. Ne? Also wenn man überlegt, also ne, bringen ja beide ein bisschen Kilos mit so an sich. Kamavorka unterschreibe ich auch und hätte sogar bei dem gegebenen 0-0 gesagt, hör mal, den kannst du eventuell sogar als Player of the Day oder Zebra of the Week, kannst du ihn hier benennen. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat, wir hatten in der, ja, ich glaube so zwischen der 10. und 25. Minute so eine Passage drin, wo 1860 schon hätte gefährlicher werden können. Da war jetzt nichts Brenzliges dabei, wo ich sagen würde. Was mir aber dann aufgefallen ist, war, dass wir immer grundsätzlich zu weit vom Gegenspieler weg waren. Ne? Also, ja, wirklich, ja. Also wirklich, ich rede jetzt nicht davon im Mittelfeld oder so, dieses Geplänkel, sondern wirklich dann teilweise wirklich in den Zonen, wo es dann gefährlich wird am 16er und. Und wirklich so 3, 4 Meter Abstände. Ne? Also jetzt auch nicht mal einen halben oder spiel mal den Ball und lass mal klatschen, sowas meine ich nicht, sondern wirklich dann auch, wo Sauer nachher den Ball vor die Birne bekommen hat, also da dieser Abschluss. Ja, das Ding jetzt scheppern müssen für 60, ne? Da muss es also, 1-0 stehen. Boah, da waren die Abstände halt teilweise viel zu groß. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Ich glaube, eine gute Mannschaft hätte es da ein bisschen konsequenter, ein bisschen besser spielen können. Ist aber gar nicht tragisch, ist nämlich nicht passiert. Von daher sind wir mit 0-0 in die Halbzeit gegangen und nochmal rückblickend jetzt auf diese drei Spieler, was ich bemerkenswert finde, wir haben ja auch die letzten Wochen immer wieder gesagt, der Kader wurde jetzt quasi nochmal sinnvoll in der Winterpause ergänzt. Wir sind breiter, wir sind aber auch qualitativ besser aufgestellt, sieht man ja auch an Buadus. Ne? Ich finde sensationell, wie der die Bälle verarbeiten kann. Also das ist mir die ganze Zeit immer aufgefallen. Den kannst du ja anspielen, wie du willst, der kann die so gut verarbeiten. Ja, stimmt. Was aber jetzt natürlich noch ein weiteres Trumpf ist, und das haben wir ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn Pavel Dotschev es jetzt noch schafft, die Leute, wie gerade du es angesprochen hast, mit Volkmann noch mit ins Boot zu nehmen und ihn auch gewinnbringend einzubinden, dann bist du ja auf einem sehr guten Weg. Ne? Machen wir uns nichts vor, das waren ja alles so Leute, die mehr oder weniger unterm Radar waren. Und ja, Sorgenkinder, ne? Sorgenkinder, absolute Sorgenkinder. Genau. Genau. Treffend getroffen hier. Dann sind wir auf einem sehr guten Weg und das hat mir dann gut gefallen und ich würde sagen,
kommen wir auch direkt in die zweite Halbzeit, wenn du jetzt nichts mehr dagegen hast. Und ja. Ja, unser Offensivspiel war kurz dazu in der ersten Halbzeit sehr mau. Ich meine, auch beim Buadus die Bälle gut festgemacht hat und Palacios auch ein gutes 1 gegen 1 dabei hatte. Wenn man 1860 ein Lob aussprechen kann, die hatten eine sehr gute defensive Stabilität über die ganzen 90 Minuten. Wenn wir 1-0 gewinnen, kommen wir gleich drauf durch den Elfmeter. Da hat ja 1860 München nicht viel falsch gemacht. 1860 München und Duisburg haben sich halt beide offensiv schwer getan. Und dann spricht man halt immer tabellarisch, ne? 6. gegen 14. Dann sagst du beim 14., das ist okay. Und beim 6. sagst du, das ist nicht okay. Obwohl man im Spiel nicht wusste, wer ist 6. und wer ist 14. Ne? Also die Leistung war schon sehr pari. Genau. Ja, bevor wir doch zur zweiten Halbzeit kommen, Halbzeitpause, Vincent Vermey, wie immer, sympathisches Interview von unserem Holländer hier im Team des MSV, hat nochmal einen kleinen Ausblick gegeben auf seine bisherigen Verletztenakte und hat aber auch gesagt, dass der Auftritt ganz zufriedenstellend ist und hat auch darauf verwiesen, dass der Trainereffekt, er hat jetzt aktuell noch nicht so viel Kontakt zu Dortchev gehabt, klar, aufgrund seiner Reha und. Mhm. Aber das, was er hört, ist so relativ positiv. Ich meine, was soll er auch am anderen Ende des Tages sonst sagen? Und ja, war auf jeden Fall in der Halbzeit bei Tobi Schäfer zu Gast, der in den kommenden Wochen hier auch zu Gast sein wird, genau wie Christian Strasburger, der das Spiel ja kommentiert hat. Nee, Markus Höhner hat es kommentiert diesmal. Markus Höhner, ja. Markus Höhner, genau. Wobei, und ich habe Bayern 3 geguckt. Ich musste leider Bayern 3 gucken. BR3, da lief es frei empfänglich, genau. Genau. Und vielleicht kurz zu Trainereffekt. Peter, eine Frage. Du hast ja sicherlich auch... Da wollte ich euch gerade fragen. Ja, dann, oder frag uns. Oder frag du zuerst. Was macht Dortchev anders als Lethierry? Ja, also erstmal, also pass auf. Ich weiß nicht, wie du zu Gino Lethierry stehst und zu der MSV-Vergangenheit. Deswegen. Ich weiß nur, dass viele Fans, als der gekommen ist... Alle. Waren viele, also was ich gelesen habe, waren eigentlich alle dagegen. Ja, also bei Facebook auch viel, viel gelesen. Und da hast du eigentlich, also wie gesagt, wenn du sagst alle, ja, also Großteil war so, dass ich gesagt habe, warum kommt der wieder? Mike ist in dem Fall alle und Mike ist auch der Anstifter für dieses Hub-Konzert vor jedem Spiel. Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die MSV-Fans immer hupen und Mike ist der Veranstalter. Nein. Okay. Nein, ich weiß nicht, also zu Gino Lethierry vielleicht ganz kurz, muss man ganz ehrlich sagen, dass Gino Lethierry, kann man ja immer noch sagen, ist seinerzeit ja aufgestiegen von der dritten in der zweiten Liga, hat uns dann auch in einem Übergangsjahr, wo wir nach dem Lizenzentzug nach Frank Baumann dann übernommen und hat uns letztendlich wieder hochgebracht. Das ist letztendlich erstmal eine schöne Geschichte. Problem in diesem Jahr war schon, und das war auch in MSV-Fankreisen, kann man überall nachlesen, wenn man sich, sagen wir mal, Forumsbeiträge von 2013, 14 auch angucken oder durchlesen möchte, ist es ganz klar der Fall, dass nicht nur die Außendarstellung, Kommunikation, Thema Spielweise, Spielstil, Spielglück, also der MSV ist jetzt nicht da aufgestiegen, weil du sagtest, die waren jetzt ganz klar besser und haben es verdient. Da waren auch Spiele dabei, da haben wir 5, 6 Spiele nicht gewonnen. Ja, es war halt ein ewiges Schneckenrennen und Duisburg hat sich am Ende durchgesetzt, was auch wichtig für den Verein war. Und der Spielstil und die Kommunikation und die Problematik kamen dann in der zweiten Liga zum Tragen, ne? Als wir am 11. Spieltag das erste Spiel gewonnen haben. So, und dann hat er nochmal 2 Spiele Zeit gekriegt, die haben wir dann beide auch nicht gewonnen. Und dann war auch die Reißleine dringend zu ziehen und zwingend notwendig. Wenn man dann, und das ist ja das Problem, wir als Zuschauer lesen dann auch die nackten Zahlen, dann guckst du, wo war er danach tätig? Dann ist er mit FSV Frankfurt abgestiegen, dann hat er ein, zwei Jahre keinen Job gehabt. Dann trainiert der Corona Kielce in der polnischen ersten Liga, fängt an im ersten Jahr auf Platz 7. Ich meine, jeder braucht nur Transfermarkt anschmeißen und endet nach 3 Jahren auf Platz 15. Mhm. Jetzt kenne ich die Gegebenheiten bei Corona Kielce natürlich nicht. So, dann ist er da auch rausgeflogen und kommt dann zum MSV zurück. In einer Phase, wo wir mit Thorsten Lieberknecht ja eigentlich keinen schlechten Trainer hatten, wo man sich immer gefragt hat, wo ist das Problem jetzt zwischen Lieberknecht und dem MSV? Man hat schon gemerkt als Außenstehender, das knistert, ne? Co-Trainer, Scholtischek etc. Wiederholen wir jetzt nicht alle, Stefan, dann haben wir schon alles oft erzählt hier. Aber du hast das Gefühl, es stimmt die Chemie beim MSV gerade nicht. Und dann kommt ein Lethierry-Trainer, wo du dir denkst, du fällst in die Steinzeit zurück. Dann kommen diese ganzen Geschichten, Kumpel von Ivo Grilic und diese ganzen Side-Stories. Und dann denke ich mir auch, Stefan, das haben wir uns ja oft gefragt, Träme Pressearbeit, PR-Arbeit, man kennt seine Stadt, man kennt nicht seine Stadt. Wenn bekannt ist, dass Gino Lethierry, wo sie alle gejubelt haben, hat er rausgeflogen ist damals. Wenn man den dann zurückholt ein zweites Mal, also da denkst du dir ja auch, das wäre, als wenn Bayern München jetzt Klinsmann wieder als Trainer holt. Da denkst du dir, das macht keinen Sinn. So, richtig. Und dann war ja schon gar keine Aufbruchstimmung da. Die Erde war direkt verbrannt. Gino Lethierry konnte auch gar nicht vernünftig arbeiten. Aber dann kamen natürlich auch sehr, sehr viele Trainerfehler, die wir jetzt mal weglassen, dazu. Also
Es war eine Katastrophe, den zu verpflichten. Also du konntest als Spieler ja auch in den sozialen Medien, konntest ja auch gar nicht drumherum mitzukriegen, wie scheiße den alle finden. Also genau. Warst ja von vornherein schon weg, während Disney jetzt Dodgef mit der Reputation kommt, als Drittligatrainer mit den meisten Spielen, als erfahrener Junge, der auch schon viel Erfolg hatte bei Münster, bei Aue und etc. Ja, da geht ja ganz anders an so eine Sache ran, ja, als die Unitäre, muss man jetzt ehrlich sagen. Okay. Ja, ich finde, du hast Mike, Peter, wissen wir wahrscheinlich zustimmen, da hat der Mike wunderbar zusammengefasst. Und das Einzige, was mich nur ein bisschen wundert, du kennst die Gegebenheiten bei Corona Kielze nicht, hast du gerade gesagt. Ja. das hätte jetzt warum mal, nicht? Warum nicht? Warum nicht? Und ich hoffe, die sind alle gesund. Also der Name bringt es ja mit. Ich wollte eigentlich gefragt haben, ich hatte das ehrlich gesagt in Amateurzeit ganz selten, dass ein Trainer in der Saison rausgeflogen ist. Wir hatten das eigentlich nicht. Wir hatten eigentlich immer, dass die Trainer die Saison zu Ende gemacht haben, egal ob Landesliga oder sonst wo. Ja. Du kennst das bestimmt. Was macht das mit dem Spieler? Ja, was macht dann mit den Spielern? Es ist natürlich immer so, dass du als Spieler natürlich immer irgendwo eine Entschuldigung suchst. Ne? Trainer ist scheiße, der macht scheiß Training, deswegen haben wir keinen Erfolg. Kommt ein neuer Trainer, ist so eine Aufbruchstimmung. Ich glaube, dass dann der ganze Kader nochmal irgendwie nochmal den Impuls bekommt, neuer Trainer stellt neu auf. Dann vielleicht ist es so, dass im Training sich jeder nochmal beweisen muss. Er möchte dem neuen Trainer zeigen, dass er mich aufstellen soll am Wochenende. Da kommt dann nochmal so eine gewisse Dynamik rein. Ich glaube, das ist so, dass davon profitieren dann so Mannschaften, die einen Trainerwechsel haben. Wenn du natürlich gleich das erste oder auch noch das zweite Spiel verlierst, verpufft das Ganze natürlich sofort. Aber meistens ist es so, dass ich, wenn ich Spiele tippe, also wir haben so eine Familientipprunde und als Schalke den Christian Groß geholt hat, der übrigens für eine Woche mal Trainer war bei Grasshoppers, habe ich auf Schalke getippt, weil ich eben gedacht habe, okay, neuer Trainer, neue Impulse, könnte vielleicht was werden. Ja, das ist so, das macht's vielleicht mit dem Spieler in dem Moment aus. Wenn der natürlich scheiße ist, dann ist es, dann bringt's dir auch nichts. Ne? Aber natürlich so wie Litieri, wie du schon sagst, oder wie ihr schon gesagt habt, wenn der natürlich nach Duisburg kommt und die Spieler lesen in allen Foren, wie scheiße der war oder wie scheiße das ist, dass er wiederkommt, ist natürlich ein denkbar schlechter Start. Ne? Und er hat es ja auch nicht lange ausgehalten. Ich weiß gar nicht. Drei Monate roundabout. Eben. Ne? Und dafür wurde ja auch Grilic ja auch, Grilic auch extrem attackiert. Ne? Immer also, noch. Ich meine, dass der noch da ist, wundert mich aber schon so ein bisschen. Ne? Ja, selbstverständlich. Diskutieren wir auch jede Woche drüber, inwiefern dort einfach das Rückgrat oder die Reputation oder das Standing einfach der entscheidenden Person einfach so ein bisschen fehlt. Ja, weil am Ende des Tages geht das natürlich nicht nur auf des Trainers Kappe, sondern halt auch auf die Kaderzusammenstellung. Das haben wir immer wieder beleuchtet. Vor der Saison wurde dementsprechend nicht so sich aufgestellt, wie man es eigentlich hinaus posaunt hat. Ne? Also man hat ja schon vor der Saison das Ziel erst im Aufstieg, zweite Liga, ausgegeben und am Ende des Tages musst du relativ früh feststellen, nach 5, 6, 7, 8 Wochen, das wird hier eher eine ganz andere Nummer und da ab dem Moment stand Grilic natürlich im Feuer. Ne? Und zumal man ja jetzt auch nicht weiß, ob die Capelli-Millionen, die man im Winter gekriegt haben, nicht vielleicht auch einhergehen mit der Grilic-Geschichte, dass man sagt, pass mal auf, vielleicht wollte Capelli auch mit Grilic weiterarbeiten, vielleicht hat man auch gesagt, wenn man jetzt im Winter noch einen Sportdirektor holt, wen kriegst du auf die Schnelle zum MSV bei der Tabellensituation? Ja. Und vielleicht wollte dann auch der Sponsor Capelli vielleicht dann auch so eine Art wissen, wie die Saison weitergeht. Und ich denke nicht, dass das aus der Welt ist. Wichtig ist, dass wir dann jetzt auch zusammenstehen und Klassenerhalt schaffen. Und ich glaube, dann werden im Sommer ganz, ganz viele Fragen gestellt, auch da, auch zu der Personalie. Und dann wird es da, glaube ich, auch nochmal hoch hergehen. Wichtig ist, dass wir jetzt erst durchkommen. Ja, es soll ja auch ein Fußball- oder ein Sportvorstand geben dann, ne?
Ja, dafür muss man die Satzung ändern. Also dafür müsste man auch erstmal eine Jahreshauptversammlung machen. Peter, das ist ja auch so eine Geschichte. Es gibt noch gar keine Jahreshauptversammlung 2020. Also das ist an vielen Ecken ist das schon, ich sag mal, unglücklich gelaufen. Ich würde vorschlagen, ja, oder sag ruhig, Peter. Nee, das, was ich da zum Thema Grillitschne sagen wollte, ist ja, es gibt ja auch ehemalige Spieler. Thematisieren wir auch jede Woche hier, ja. Und die hauen schon gewaltig drauf. Also das ist, Ferdi Schmidt ist ja einer, der permanent, ich lese das ja bei Facebook, der permanent auf den Grillitsch draufhaut. Heito, Gil. Ja, also das... Jeder. Das ist schon, und dann ist es schon verwunderlich, dass sich dann so einer, dann ist der sportliche Erfolg nicht da und dass sich der Grillitsch dann trotz allem weiterhin noch hält. Ne? Das hat mich dann doch immer gewundert. Ne? Aber gut. Ja, Fragen über Fragen. Wir wissen es nicht, was dahinter steckt. Und ich denke mal, die Zeit wird da ein wenig mehr Aufklärung bringen, hoffentlich zumindest. Denn wir nennen ihn ja mittlerweile hier schon den 50-50-Evo, also 50% gut, 50% schlecht in Griffiths Klo. Aber er hat zumindest 50% gut hat er auch, oder? Also ja, nicht alles scheiße bei nein, ihm. Nein, man kann ja jetzt nicht sagen, die Leute, die in der Saison davor geholt wurden, wie Bitter, Sicker, hatten wir gerade angesprochen. Ja, Ben Baller zum Beispiel, Ben Baller, auch ein sehr guter Transfer. Ja. Da kann Grilitsch nichts für, dass wir am Ende nicht geschafft Weinkauf, haben. Weinkauf, beste Torwart in der Liga. Oder einer Liga. Ja. Also sind ja jetzt nicht nur... In der Pause hat er auch gute Leute geholt. Also er hat ja geschafft, Palacios, Frey, Welkoff und Buadus für den MSV zu verpflichten. Vor allem Buadus, der auch bei der WM 2018 auch noch aktiv war. Also das ist ja dann auch wieder so eine Geschichte, wo du dir denkst, was ist da los? Warum ist das so? Warum hat es da gegriffen und da geklappt? Kommt man vielleicht mit den Beratern von denen dann besser klar und besser zurecht? Findet man da besser zueinander? War halt wirklich nur die Geldgeschichte, dass man sagt, von Capelli kam noch Geld dazu, um die Spieler dann für den MSV zu begeistern, was im Sommer nicht da war. War vielleicht auch im Sommer vielleicht auch ein bisschen einfach, hört sich vielleicht auch doof an, aber vielleicht auch einfach überarbeitet. Bisschen überdreht, ne? Also das kann ja auch jedem passieren. Also wir in unserem Job stehen halt nicht so im Fokus. Da redet jetzt keiner bei mir oder bei dir, Stefan, darüber in der breiten Öffentlichkeit. Wenn man MSV natürlich so einen Fehltritt macht, klar, das hat natürlich eine größere Auswirkung und betrifft eine größere Masse an Zuschauern und Fans und Supportern, klar. Aber ja, klar. Schwierig zu sagen. Ja, mega interessant auf jeden Fall. Aber lass uns noch eben das Spiel hier gegen 60 rund machen. Denn in der zweiten Halbzeit sind wir im Gegensatz zu vielen anderen Spielen schon relativ gut aus der Halbzeit gekommen. Denn Erdmann, den ich sowieso nicht sehen mag bei 1860, hat sich ein wenig sehr doof angestellt, von vorne bis hinten. Hat Buadus im 16er zu Fall gebracht letztendlich und Stoppelkamp auf 1-0 gestellt. Willst du nochmal die Analyse zu der Szene explizit herausstellen? Ja, oder? Zu der Szene muss man wirklich sagen, also beide IVs stehen von 68 extrem schlecht. Ich glaube, da war der erste Diagonalball, Flugball von Gembalis, der ankommt, gefühlt, in der ganzen Saison, muss man auch mal sagen. War letztendlich ein super Flugball also zum Tor. Es ist ja ein Ball aus der Innenverteidigung, der überspielt ja jede Reihe. Ja? Ein super Ball in die Schnittstelle, Buadus läuft sich gut frei. Erdmann, und das ist dann so eine Geschichte, Erdmann achtet halt nur auf Buadus, guckt überhaupt nicht zum Ball. Der Ball tupft ja auch noch auf. Das heißt, da kommt ein Flugball, der tupft auf, springt über beide drüber. Da muss man sich auch mal überlegen, wo man dann denkt, pass mal auf, Kreisliga A, okay. Aber höher eigentlich auch schon nicht möglich. Und dann war es griechisch-römisch. Ne? Also Buadus will zum Ball, möchte das Tor machen, läuft eigentlich auch alleine aufs Tor. Und übrigens auch mal da, super Stellungsspiel vom Schiedsrichter. Der war ja sofort auf Höhe und Erdmann, wie gesagt, griechisch-römisch, ringt Buadus nieder in einer extrem plumpen Art, wo man auch gar nicht über Rot diskutieren muss, sondern es war, also ich denke, jeder 60er-Fan wird mit beiden Händen vor der Augen vom Fernseher gesessen haben. Also es war die klarste rote Karte ever, dazu noch der Elfmeter, sicher verwandelt. Dazu ja auch, habe ich diese Side-Story gelesen, Kölner wechselt direkt um den... Um den Ausführenden zu verunsichern. Ja, um die Ausführung zu verlängern, damit Stoppelkamp länger warten muss, um den ein bisschen nervös zu machen. Also wenn du dann 11 Meter ins Seitennetz verwandelst, ich sag mal, besser kannst du nicht verwandeln. Und ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht unbedingt die verdiente Führung. Die haben uns im Nachhinein an der Arbeit mit einmal mehr. Aber Duisburg hat schon mehr für das Spiel getan. Genau, gut zusammengefasst. Ich denke mal, insgesamt natürlich auch wie in den letzten Wochen zuvor auch sehr, sehr schwierige Verhältnisse. Ne? Denn jeder, der sich den Acker mittlerweile da anschaut oder gibt, der wird feststellen, ist kein gutes Geläuf mehr. Wird ja jetzt im Rahmen der Länderspiele demnächst nochmal aus,
getauscht. Und ich habe mir hier noch notiert, dass wir noch eine ganz gute Möglichkeit von Palacios hatten, der sich dann wiederum zu unserem Unglück nachher auch verletzt hatte. Sah nach, natürlich noch sofort nach Muskelfaserriss bzw. Zerrung aus. In dem Fall wird uns jetzt auf jeden Fall auf unbestimmte Zeit erstmal fehlen. Und dann hatte ich natürlich hier noch die eine oder andere Chance, muss man auch fairerweise dazu sagen, von 1860. Und da fand ich auch ganz gut, dass die Trainer es nachher auch selber angesprochen haben oder Pavel Dotschev in Person. Ja, der MSV hat nachher auch, fand ich, zum Teil ganz gut versucht, zumindest das Spiel wegzutreiben in die gegnerische Hälfte. Ne? Ich kann mich da an ein, zwei Aktionen erinnern, wo sogar Szczepanik, der nachher reinkam, den Torwart anläuft, wo wir dann teilweise Umschaltmöglichkeiten hatten, um dann zumindest mal nach vorne zu spielen, auch relativ dann noch versucht haben zuzustellen. Aber am Ende des Tages haben wir dann auch ein paar Standardsituationen zugelassen. Und bei Standardsituationen ist es halt so, wie Dotschev angesprochen hat, da macht diese eine Person Überzahl in dem Fall gar nicht viel aus, ne? Oder gar nichts aus. Nein. Und so war es dann letztendlich auch. Da hat Weinkauf noch ein, zweimal richtig gut pariert. Also einmal sogar richtig, richtig brenzlig. Ja, so in Manuel Neuer-Manier, ne? Da hatte nichts mit Torwartspiel zu tun, sondern war einfach nur ein absoluter Reflex, wo er den Ball hoch, ja, und der hält ihn ja mit dem Oberarm, ne? Also der hält ihn ja letztendlich mit dem Bizeps. Glücklicherweise macht er ein bisschen Hanteltraining. Da hat er den mit dem Bizeps über die Latte gelenkt. Also, stark. Von daher kann ich nur so unterschreiben. Ich habe mir abends dann auch gedacht, immer, das war auch eigentlich so ein typisches Unentschieden-Spiel. 0-0-Spiel. Ja, und am Ende des Tages bin ich aber trotzdem mit dem Auftritt insgesamt vom MSV zufrieden, weil das wäre, um jetzt auch mal dem Peter nochmal ein Update zu geben, das wäre vor Wochen, glaube ich, so ein Spiel gar nicht möglich gewesen. Hat ja auch der Kommentator gesagt, dass 1860, glaube ich, vor Wochen gerne hier zur Wedau gefahren wäre. Da hätten wir mal eben locker die drei Punkte mitgenommen. Und mittlerweile ist es halt so, dass das Niveau sich dann schon ein wenig angepasst hat. Und am Ende des Tages, glaube ich, kann jeder MSV-Fan das Ergebnis so unterschreiben. Nehmen wir gerne mit. Und ob es jetzt verdient ist oder unverdient, ist ja wurscht für uns. Wobei ich unverdient jetzt auch nicht sagen würde. Nö. Ich hätte dazu eine Frage an Peter, weil wir haben ja auch in unserer Gruppe so ein bisschen diskutiert. Rote Karte, 1-0 für Duisburg, 11 Meter, ist ja Jackpot. Ne? Also sagen wir Doppelbestrafung, rote Karte, du bist einer mehr, machst das Ding rein, gehst in Führung, super. Ist es dann vielleicht so, dass du als 14. Gegen den 6. spielst und die ganze Zeit denkst, 0-0 ist ein gutes Ergebnis, einfach vom Kopf her. Dann gehst du in Führung, bist einer mehr und plötzlich denkst du, boah krass, ich habe was zu verlieren, weil mir so ein bisschen die Gier beim MSV gefehlt hat, auf das 2-0 zu gehen, den Gegner zu erledigen. Und dann ist das, was du meinst, Stefan, ne? Dann ist jeder Standard gefährlich. Die letzten 5 Minuten sind dann auch schlimm, weil dann ja gar keine Struktur mehr im Spiel ist. Du schaffst es nicht, den Gegner zu erledigen. Obwohl man ja meinte, mit einem Mann mehr müsste man ja jetzt eigentlich auf 2-0 gehen, sondern im Gegenteil, 1860 hat ja sogar noch die Torschance zum 1-1. Also Psychologie, Stichwort Psychologie, Peter. Ja, absolut. Du, ist ja auch oft genug vorgekommen, dass eine Mannschaft, die eine rote Karte bekommen hat, wo dann die anderen 10 gedacht haben, scheiße, jetzt muss ich eine Schippe drauflegen, wir müssen das irgendwie kompensieren. Und auf einmal viel besser Fußball gespielt haben. Und was hat 60 dann im Endeffekt ja noch zu verlieren? Ne? Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass in den ein oder anderen Köpfen von den Jungs vom MSV Duisburg natürlich auch so ein bisschen Angst dann da ist. Ich meine, die Monate vorher, ihr habt das ja vorher schon angesprochen, die Schießbude, ich glaube, die schlechteste Mannschaft oder die meisten Gegentore bekommen, auch natürlich auch nicht so viele geschossen. Natürlich fängst du vielleicht dann in der einen oder anderen Stelle an zu überlegen und denkst dir, boah, hoffentlich nicht verlieren oder hoffentlich nicht außer Hand geben. Und aber ich glaube, das ist das, was der Dotschev auch bei euch so ein bisschen geschafft hat. Ich glaube, bis auf das Spiel jetzt in Saarbrücken. Aber die Defensive so ein bisschen zu stabilisieren. Und du brauchst aber auch halt dann auch dieses Quäntchen Glück, ne, dass du dann so ein Spiel halt über die Zeit bringst, dass du dir die 3 Punkte holst. Weil so ein Unentschieden bringt halt Duisburg auch nie weiter. Ne? Also alle Punkte, die der MSV jetzt macht, die sind halt überlebenswichtig. Und vor allen Dingen auch mal so weit da unten rauszukommen, dass du nicht jedes Wochenende wirklich gewinnen musst, um die Existenz kämpfst. Ja, ja, ne? Ja. Weil das wissen die Spieler ja auch.
so ein Abstieg ist ja gleichbedeutend mit ist ja schon fast gleichbedeutend mit Karriereende, ne? Weil wer holt sich einen Spieler vom MSV Duisburg, wenn der in die Regionalliga absteigt? Ja, und deswegen ist das schon eine Nervensache, was die Jungs jetzt Wochenende für Wochenende leisten müssen. Ne? Vor allen Dingen eine Sache geht sogar so ein bisschen unter. Eigentlich hat so ein MSV-Spieler ja auch, der hat ja nicht nur Verantwortung für sich und seine Familie, der hat ja eigentlich auch Verantwortung für viele Mitarbeiter dort vor Ort. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn der MSV von der dritten in die vierte Liga absteigt, dann überlegt man sich, pass mal auf, brauche ich Merchandise noch 3 Leute? Brauche ich im Marketing 4 Leute? Brauche ich jetzt noch die 25 Kassierer? Sage ich dir einfach mal. Ne? Brauche ich im Fanshop jetzt noch 7 Leute? Interessieren sich die Menschen jetzt noch dafür und kommen dann die Trikots beflocken? Die haben ja auch, und das ist ja auch so eine Stimmung, die in so einem Verein hochkommen kann. Brauche ich jetzt noch 2 Busfahrer und den einen Koch? Also ich glaube schon, dass man dann auch so die Stimmung, wenn man dann auf der Geschäftsstelle ist, wenn man im Stadion ist, wenn man da langläuft und dann vielleicht von den einen oder anderen Mitarbeiter, der kommt, ich weiß nicht, ob vielleicht wird man da angesprochen oder nicht. Also ich glaube, das saugt man auch auf. Das ist dann so eine Negativspirale, auch immer so eine krasse Geschichte, glaube ich, die auch für den Kopf mitkriegt. Und dann ist das, was du vorhin meinst, Peter, immer wichtig, glaube ich, was für ein Typ du einfach selber bist. Ne? Bist du Kopfmensch, bist du kein Kopfmensch? Also das schwingt ja auch noch mit, ne? Die Verantwortung für die anderen Leute und deren Familien wahrscheinlich sogar noch. Ich meine, es ist bei mir ja so, das merke ich ja, seit ich jetzt Kinder habe, Familie habe. Ich habe mir als junger Fußballer weniger Gedanken gemacht um das Ganze. Ne? Aber es gibt ja natürlich auch Spieler, die halt nicht so lange warten mit Kinderkriegen wie ich das jetzt, die halt schon mit 22, 23, 24 Familienväter sind. Ne? Und ich glaube schon, dass die Spieler schon in erster Linie an sich selber denken und an ihre Familie und nicht unbedingt... Das, was du angesprochen hast, ist so, ne? Aber ich glaube nicht, dass die Spieler jetzt denken, boah, scheiße, wenn wir jetzt absteigen, dann verliert in der Geschäftsstelle die Hälfte der Leute den Job. Es ist schon eine Belastung, was die Jungs dann haben. Wie gesagt, wenn sie Familienväter sind, weil, wie gesagt, ich möchte mit 24, 25 hätte ich jetzt keine Lust gehabt, in der dritten Liga gegen den Abstieg zu spielen. Ne? Also da hätte ich mir schon gedacht, boah, ein paar Jahre muss ich ja noch ein bisschen Geld verdienen. Das darf man natürlich nicht vergessen, diese Belastung. Und wie du schon gesagt hast, da hängen ja so viele Jobs dran, weil ich glaube, dass du, wenn du in der Regionalliga absteigst, kannst du, glaube ich, die Hälfte der Geschäftsstelle kannst du auflösen. Und alles, was drumherum ist. Ja, und deswegen haben wir ja auch am Wochenende gewonnen, um dies zu verhindern. Und so weit ist es ja nicht. Und ich glaube auch, Mike, wenn wir jetzt mal ein bisschen positiv nach vorne schauen, so weit wird es auch hoffentlich nicht kommen. Am Ende des Tages 1-0 Erfolg gegen 1860 München. Die 3 Punkte nehmen wir mit. Wir befinden uns auf einem, können mittlerweile mit einem weiteren Sieg oder 1-2 weiteren Siegen vielleicht schon irgendwie ins untere Mittelfeld gelangen. Und deswegen würde ich sagen, Sieg gegen 1860, kommen wir mal zu unserer beliebten Kategorie Zebra of the Week und Spielnote. Ja, kann ich beides in einem machen. Also für mich Spieler des Spiels, ich weiß, wirst du wahrscheinlich nicht nehmen, weil du hast es ja gerade schon mal angedeutet, ist für mich der Hidden Champion, ist für mich Kemba Walker. Ein oder andere, ist ja bei dir wahrscheinlich auch, viele, die auch die Spiele gucken und die uns mit dem Podcast verbinden, schreiben einen auch samstags die Nachrichten und ihre Meinung und so, das passiert mir zumindest. Und da hat keiner Kemba Walker und den habe ich allen geantwortet. Ich werde auf jeden Fall, ihr braucht euch die Folge gar nicht anhören, nein, natürlich sollte ich die Folge anhören, aber ich werde Kemba Walker nehmen, weil das so diese Sachen sind, die in so einem Spiel, untergehen, wenn du 3-0 gewinnst, wenn du 4-1 gegen Wien Wiesbaden gewinnst, dann will ich den Kemba Walker nicht nehmen. Dann hat er ein ordentliches Spiel gemacht auf der 6, aber dann hast du andere Protagonisten. So, und bei dem Spiel muss man wirklich sagen, die Chancenarmut von 1860 auch Sascha Mölders einzusetzen, auch wenn man sagt, Dressler zum Beispiel auf der 6, der gehypt wird als Bundesligaspieler zum Beispiel, ne? Hat ja gar nicht stattgefunden. So, und da muss ich sagen, wir meinten übrigens Mittwoch, wo wir über 1860 gesprochen hatten, über den Kollegen, der so auch torgefällig, auch Tallich. Ja, genau. Richtig. So, und was soll ich sagen? Also da hat er einen ordentlichen Job gemacht und muss ich wirklich mal einen Hut vorziehen. Den fand ich ja zu Beginn der Saison eine Vollkatastrophe.
kam für Peter mal aus der polnischen zweiten Liga, wurde da der Vertrag aufgelöst, da hat ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Das hast du auch gemerkt, ne? Da kam er überhaupt nicht rein. Mittlerweile mit der Spielpraxis im Rücken und er hat sich, sag ich mal, er definiert sich über seinen Job und das ist, lass die anderen einen Ball machen und ich flüge den Rasen um, deswegen sieht er wahrscheinlich auch so aus. Fällt mir ganz gut und oder gefiel mir ganz gut. Und Spielnote, das wird der eine oder andere vielleicht da nicht verstehen, aufgrund der Stabilität in der Defensive zu 0, 1 zu gewonnen gegen eine obere Mannschaft. Mittlerweile kann man Duisburg-Spiele beruhigter gucken, da ist eine ordentliche Stabilität reingekommen. Für mich war das zum Beispiel eine 8. Ich bin gespannt, Stefan. Ja, also für Peter, 1 bis 10, ne? 10 ist sehr gut, 1 ist sehr schlecht. Ja, okay. Und deswegen, 8 ist dann wie eine Note 2 oder so. Ja, und wenn du das dem Peter erklärst, musst du dem Peter auch schon mal sagen, wir haben sogar, obwohl wir ein Ranking von 1 bis 10 haben, haben wir sogar schon mal eine 0 gegeben. Ja. Wir haben schon mal eine 0 gegeben. Ja, ja. Glaub, ja dem MSV-Spiel. Dem MSV also, insgesamt als Mannschaft. Ach so, okay. Oh. Ja, also wir haben ja Spiele gehabt zu Hause, 0-3 gegen Ferl. Oder gegen Uerdingen. 0-4 gegen Ferl, Entschuldigung, 0-4 ja, ja, gegen Ferl, um Gottes Willen, Alter. Ja, ja, sicher, ja klar. Boah. Ferl. Also. Ferl verloren. Ferl verloren. So haben wir die Sendung genannt damals. Übrigens, die heutige Sendung heißt Peter Kötzle. So viel schon mal an dieser Stelle. Wen wundert's? Ja, ich mach's auch kurz. Ich kann das mit Cameron Walker nur unterschreiben, hatte ich ja auch gerade schon angedeutet, du hast gut aufgepasst. Ich nehme trotzdem Moritz Stoppelkamp aus dem Grund, weil er, ja, man sagt mal nur, war ein Elfmeter-Tor, nur. Ich glaube trotzdem, dass dort auch immer ein gewisses Portionchen Druck auf den Schultern liegt, auch bei so einem Spieler und auch in so einer Situation, auch in der dritten Liga, hat sich dieser Verantwortung gestellt. Ich finde tendenziell generell die Leistung von ihm viel, viel ansprechender wieder und man merkt auch durch den Trainereffekt, aber auch glaube ich, dass er jetzt von Woche zu Woche, das ist ja auch das, was wir angesprochen haben, der kam ihm damals im Oktober, November irgendwie um den Zeitraum kam er zurück und da hätte jedem, der selber schon mal Sport betrieben hat, auch klar sein müssen, dass er dort einfach auch seine Zeit braucht und sehr schönes Tor in Saarbrücken am Mittwoch, jetzt Elfmeter-Tor, Verantwortung übernommen, generell die Spielfreude ist ein wenig zurückgekehrt. Wir haben ja auch jede Woche das Thema, dass wir sagen, er braucht auch die entsprechenden Leute um sich herum. Und wenn ich sehe, wie das Zusammenspiel mit so jemandem ist wie Palacios, mit Buadus, den er vorne anspielen kann, das sieht dann schon eher nach Moritz-Stoppelkamp-Fußball aus. Und zudem hat Pavel Dotschev auch erwähnt, dass er von ihm auch erwartet, dass er diese Meter auch mit nach hinten macht. Und ich finde, ganz ehrlich, für seine Verhältnisse und für sein Alter auch, das macht er. Mir fällt jetzt nicht auf, irgendwie, dass er, wenn er über links kommt, dass da die ungefähr die Spritzigkeit die, fehlt, ne? Nee, nicht die Spritzigkeit, nur genau. Nee, das fehlt eben nicht, wollte ich ja gerade sagen. Fehlt nicht, genau. Genau. Ich finde aber auch nicht, dass dort irgendwie dass der Angriffspunkt für die Gegner ist, ne? Also, dass da ja, irgendwie ja, bei MSV irgendwie alles offen ist, dann irgendwie der Sicker da meistens gegen zwei Mann steht, finde ich gar nicht. Von daher sage ich, Spieler of the Day für mich Stoppelkamp. Ist auch eine gute Wahl. Und Spielnote. Jetzt habe ich mich natürlich in Schwulitäten gebracht, indem ich dann vor zwei Wochen in Lotte gegen Uerdingen 7,5 gegeben habe, wo ich am liebsten ja, noch korrigiert hätte auf 7. Deswegen nee, sage, auf 6 wolltest du doch, oder? Ja, nee, ich wollte ja, ist egal, aber mach doch, wie du meinst. Doch, ja, alles gut. Ich kann ja jetzt, weil wir gegen einen besseren Gegner aus meiner Sicht gespielt haben, definitiv und auch genauso unter schwierigen Bedingungen, gebe ich dort auch ebenfalls eine 7,5, weil ich eigentlich gegen Uerdingen am liebsten auf 7 korrigiert hätte. Deswegen gebe ich 7,5. Du hast nachgegeben, sind wir bei 7,75. Genau, in der Gesamtheit. Ja, Peter, du hast das Spiel leider nicht gesehen, von daher können wir dich da schlecht fragen. Peter gibt eine 10. Peter gibt eine 10, Mann. Eine 9. Eine 9. 9. 2 plus reicht. 9,25. Ja, so einen Scheiß hatten wir auch schon mal, ja. Ja. Ja, haben wir das Spiel gegen 60 rund gemacht. Ich würde kurz sagen, wir machen es, weil mit Blick auf die Uhr, wir haben ja noch ein paar Themen hier zu Peter. Kurzer Ausblick, nächste Woche bekanntes Spielchen für Pavel Dotschev, er hat es auch angesprochen, sehr emotionales Spiel wird es für ihn sein. Hat gerne, glaube ich, jeder, der es auch damals beim Rauschmiss entnehmen konnte, festgestellt, dass er dort schon sehr, sehr gerne war und sich auch sehr wohl gefühlt hat. Die Mission wahrscheinlich noch nicht am Ende gewesen ist mit Viktoria Köln. Und ich glaube auch für einen Trainer wie ihn zumindest, weil man kennt ihn ja als Rekordtrainer und er es wahrscheinlich auch als seine Aufgabe ansieht, die Viktoria dort aus den Abstiegsgefilden wieder herauszuziehen. Ihm wurde diese Möglichkeit verwehrt. Umso mehr froh sind wir, dass wir ihn beim MSV haben.
Aber, Mike, Spiel bei Viktoria Köln könnte ein bisschen kompliziert werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Heimstärke ist bei denen jetzt auch nicht so gegeben, glaube ich, heimschwächstes Team der Liga aktuell. Und natürlich mit ganz, ganz anderen Ambitionen in die Saison reingestartet. Wir haben es öfter schon gehört, Thiele von Lautern, Risse vom 1. FC Köln, um mal jetzt zwei Top, Militz als Torwart erfahren, Bundesliga, Werder Bremen. Ja, Wunderlich spielt halt auch noch. Ne? Wunderlich, ja, aber ich meinte jetzt mit den Leuten, die sie geholt haben, Wunderlich ist ja schon Ewigkeiten da. Hast du recht. Und deswegen ist das für mich so eine Geschichte. Auch Olaf Janssen ja jetzt Trainer seit ein paar Spielen. Auch der Effekt ist nicht eingetroffen. Die Ambitionen sind ganz, ganz andere gewesen vor der Saison. Ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation für Viktoria Köln und könnte genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit für uns sein. Ja, ich habe die Viktoria mir in den letzten Wochen mal ein bisschen angeguckt, habe sie zu Hause gegen Rostock gesehen, haben wir drüber gesprochen. Eine katastrophale Leistung, haben zwar nur 2-1 verloren, aber da war Rostock schuld, dass nur 2-1 ausgegangen ist. Danach eine katastrophale Leistung, 2-4 zu Hause gegen Magdeburg, wo sie, glaube ich, sogar 4-1 zurückgelegen haben und Wunderlich so noch mit einem herrlichen Freistoßtor aus Distanz, um das Ergebnis ein bisschen zu kaschieren. Und dann hatte man ja vor dem Spiel gedacht, so Lübeck gewonnen, sensationell gegen Rostock unter der Woche, wo man dachte, Lübeck ist eigentlich schon tot, haben sich zurückgemeldet. Und muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung gesehen hast, ich habe mir jetzt die Zusammenfassung reingezogen. Ja, wie soll ich sagen, katastrophale Abwehrfehler von Lübeck. Ne? Das 2-0 für Viktoria fällt nach einem Abstoß von Lübeck, muss man sich mal vorstellen. Abstoß von Lübeck, spielt den kurz, der kriegt das komplett nicht auf Reihe, spielt einen übelsten Fehlpass sofort. In die Füße von Viktoria Köln 2-0. Ne? Also da hat Viktoria Köln das Spielglück auf ihrer Seite. Lübeck kam ja noch ran auf 1-2. Da fing Viktoria auch an zu wackeln. Also es ist dann halt so, wie so ein Spiel meistens anfängt. Beide sind wahrscheinlich erstmal auf Augenhöhe. Und wenn dann ein Gegentor passiert, dann hast du ja Mannschaften, die von der Mentalität her dann so ein bisschen runtergehen, vom Kopf her runtergehen. Und das war bei der Viktoria halt in den letzten Spielen total zu sehen. Ne, wenn die ein Gegentor kriegen, jetzt auch gegen Lübeck, da waren sie einfach froh, dass abgepfiffen wurde. Und sollte der MSV da in Führung gehen, habe ich gar keine Sorgen, dass wir es da gewinnen. Zudem spielen sie unter der Woche noch gegen Meppen, Nachholspiel. Letzte Woche hätte ich gesagt, Meppen gewinnt auf jeden Fall. Jetzt mit dem 0-4 Meppen zu Hause gegen Dresden doch heftig untergegangen. Und Viktoria Köln gewinnt 2-1, muss man mal abwarten. Ne? Kann ja auch sein, dass da Viktoria 1-0 in Führung geht, ne? Und das Spiel läuft für die. Ansonsten sage ich, 4 Siege aus 5 Spielen vom MSV. Wir haben die Woche Zeit zu regenerieren. Wir können auch Palacios, denke ich, mit Krempicki ersetzen und auf Sieg spielen und den nächsten Sieg holen. Gar keine Frage, um sich Luft zu verschaffen. Also ich sehe den MSV da 60-40 im Vorteil. Peter, schon mal irgendwas mit Viktoria Köln an der Mütze gehabt oder eigentlich eher nur mit dem 1. FC Köln oder mit Fortuna gegebenenfalls? Nee, Viktoria Köln habe ich ja eben, das wusste ja, dass Dotschev ja der Trainer war. Ich habe das schon so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, die Ambitionen bei dem Verein, die sind ja auch relativ weit oben. Ne? Die wollten ja auch, glaube ich, in die zweite Liga unbedingt. Ja. Ist auch ein bisschen Geld da, von dem her gesehen, ja, verfolge ich jetzt natürlich jetzt nicht so wie den MSV, aber du kommst an dem Verein ja nicht vorbei, ne? Liest ja immer wieder mal was und deswegen, der Verein sagt mir natürlich schon so ein bisschen was. Wobei man, Mike, jetzt muss man sich die Frage stellen, weil der Peter ja gerade was Tolles gesagt hat, also da ist ja natürlich ein bisschen Geld vorhanden, stellt man sich die Frage im Vergleich zu so einem Verein wie beispielsweise Hoffenheim. Ne? Klar. Viktoria Köln, die hat ja gar keine Fanbasis. Also wie viele Zuschauer würden dort in der zweiten Liga hingehen? Weil in Köln ist nur 1. FC Köln. Ja, also und dann mit Abstrichen hast du ja noch Fortuna Köln sogar noch aufgrund der Historie. Ja, ne? Gut, aber mit Abstrichen, sage ich ja, mit Abstrichen. Ja, Fortuna Köln, da würden vielleicht in eine zweiten Liga, würden da vielleicht 5.000 hingehen, vielleicht von mir aus. 4.000, keine Ahnung. Aber Viktoria, wer soll da hingehen? Schwierig. Also ganz schwierig auf jeden Fall. Ist ganz schwierig. Bin ich bei dir. Ist auch ein kleines Stadion, die könnten auch gar nicht so viele Fans fassen. Ja, ich sag mal, weil ich gerade das Beispiel Hoffenheim gemacht habe. Ne? Mhm. Ist ja auch ein Projekt quasi gewesen. Also Projekt in Viktoria ist, glaube ich, vom Wunderlich, vom Senior quasi, vom Mike, der Vater, der da ein bisschen was macht und auch Kohle reinpumpt. Ist ja auch schon so eher als Projekt angesehen, so mittelfristig, was der Peter gerade meinte, auch mal eventuell mal einmal zweite Liga zu spielen oder auch langfristiger. Und in Hoffenheim, klar, da hast du irgendwo Frankfurt mal in 100, 150 Kilometer Umgebung, aber in Köln, gerade als Kölner Hochburg mit dem FC, boah, ob sich da überhaupt noch irgendwie noch ein dritter Verein so, boah, wüsste ich nicht. Total also schwierig. In,
Also in Hoffenheim dreht es sich ja sogar darum, dass man eigentlich die Fans von Waldhof Mannheim zum Beispiel abgreift und so aus der Region. Ne? Mhm. Weil man sagt, in dem Flecken Erde in Deutschland spielt kein Bundesliga-Verein. Du hast VfB Stuttgart noch arschweit entfernt, du hast Karlsruhe SC arschweit entfernt, du hast Heidenheim arschweit entfernt. Und damit du sagst, Eintracht Frankfurt ist jetzt auch nicht um die Ecke, da hat man einfach die noch, sag ich mal, das ein oder andere Einzugsgebiet, wobei Hoffenheim jetzt auch nicht irgendwie das Stadion aus allen Nähten platzt. Ne? Also, nö, aber die haben ja schon so einen Schnitt von 22. Ja. Ne? Du kannst das mit Tuchel Köln ja nicht vergleichen. Ne? Nee. Aber bin ich auch bei dir, wie lange sowas Erfolg hat. Wenn der Wunderlich natürlich jemand sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, dann ist das Thema auch ganz schnell der Ofen aus und dann spielen die wieder Oberliga Mittelrhein. Ne? Ist ja ähnlich wie bei dir mit dem hier mit Hohenbuttberg bei dir um die Ecke. Ne? Machst ja, jetzt Wahnsinn. Machst du mal 2-3 Jahre, steckst mal ein bisschen Geld rein und dann... So. Ist wieder vorbei. Kleiner Insider, Peter. Ich weiß nicht, ob du Hohenbuttberg... Hohenbuttberg wirst du nicht kennen. Doch, aber Hohenbuttberg... Rheinhausen. Ja. Natürlich, ja, Peter, kennt er Hohenbuttberg. Klar, Mike. Nee, das ist selbstverständlich. Wer kennt das nicht? Ja, aber das ist ein Stadtteil von Rheinhausen. Das muss man dazu sagen. Ehrlich jetzt? Ja, ist kein Witz. Von Rheinhausen? Ja. Okay. Soll ich direkt die Fanfrage dazu stellen? Mach, hau raus. Wir haben nämlich eine Fanfrage aus Rheinhausen. Jetzt bin ich gespannt. OSC. Ja, habe ich sogar früher in der Jugend auch mal ein Jahr gespielt. Ah, okay. Aber jetzt nicht, also ich wohne da um die Ecke, Mörs, ich grenze direkt daran, die 2-3 Kilometer und Stefan wohnt ja auch nicht viel weiter weg. Und zwar MH0909. Sollen wir dich fragen? Ich muss schon mal lachen. Frag. Normal, Gott. Was sagst du? Ich habe alles gehört. Nee, das glaube ich dir. Nee, was sagst du zu der Zeit bei Werner in Rheinhausen in der Kneipe? Beguinstube bei meinem Opa. Kannst du dich an sowas erinnern, an so eine Kneipe in Rheinhausen bei Werner und Beguinstube? Also ich... Weil das ist scheinbar dann aufgrund der Nachricht, ist es der Enkel, ne? Wenn er sagt, bei meinem Opa. Also, du, das kann schon sein, weil ich war ja schon eher viel unterwegs am Wochenende. Also ich muss immer wieder dazu sagen, ich habe meinen Job erfüllt, ne? Aber ich bin halt dann auch gerne nach den 90 Minuten. Aber du, ich weiß, dass wir früher mit OSC Rheinhausen sind wir beim Griechen immer essen gegangen. Warst du mit den Handballern dann unterwegs oder was? Ich war relativ, dadurch, dass der Bülent sehr Torwart? Guter Freund von mir war. Torwart? Er war zwar ein schlechter Torwart, der war auch nur Zweiter. Der durfte ab und zu mal versuchen, den 7 Meter zu halten, hat er nicht gehalten. Klassiker. Der Blinde. Aber deswegen war ich Sonntagnachmittag, wenn die zu Hause gespielt haben, war ich eigentlich immer in der Halle und bin dann mit den Jungs, dann zum Griechen essen gegangen und nachher ins Daddy. Jo. Old Daddy, leck mir die Nüsse. Ja, ganz genial. Der Sonntag, bester Tag. Ne? Und deswegen, aber vielleicht waren wir da auch mal in einer Kneipe, das kann schon sein. Aber war nur scheiße für euch damals, wenn ihr mal sonntags gespielt habt, wahrscheinlich. Mit Daddy? Nee, wenn ihr ein Bundesligaspiel so, sonntags hattet. Ja, aber haben wir, Gott sei Dank, gab es die Spiele noch nicht so oft. Ja, also wir haben, das war das Schöne immer, wir haben eigentlich immer Freitag gespielt, relativ oft. Ne? Und das war natürlich überragend, das ganze Wochenende frei. Mhm. Das verleiht natürlich auch, was ein scheiß Spielplan, ne? Immer freitags frei, 48 Stunden, mein Gott. Ja, was willst du da auch machen? Samstag zum Auslaufen war auch egal, ne? Ja, also für mich wäre es besser gewesen, Sonntag zu spielen. Aber gut, dann hätte ich wahrscheinlich aufgehört mit Fußball. Ja. Nee, aber legendär. Wahnsinn, dass du da, wusste ich gar nicht, dass du dann so oft beim Handball warst. Habe ich früher natürlich auch noch die erste Bundesliga mitgenommen, OSC, ne? Krefelder Straße habe ich gerade reingeworfen, Handballhalle. Ja, ja. Damals noch legendäre Partien gegen THW Kiel und TBV Lemgo zu Hause, ausverkaufte Hütte. War schon eine coole Zeit auch damals, ne? Für den Handball, für Duisburg, Rheinhausen, Stadtteil. Absolut. Und also ich war vielleicht jetzt nicht jedes Heimspiel da, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe damals noch den ganz jungen Kretschmann, heißt der, ne? Ne, Kretschmer. Kretschmer, ne? Kretschmer, Stefan, ne? Kretschmer, ja, genau. Stefan Kretschmer, genau. Da habe ich den, da hat mir der Bülent mir den nach dem Spiel vorgestellt, der Handball-Punk. Genau, da war er noch relativ am Anfang seiner Karriere.
Ja, ich find Handball auch heute noch super. Eine richtig geile Sportart und fieber auch immer mit. Und die Stimmung in der Halle war natürlich grandios damals, ne? Aber tattoo-technisch seid ihr doch auf Augenhöhe gewesen, Stefan und du. Oder kam das Ja, erst also später? mittlerweile mit Sicherheit, zu der Zeit hatte ich noch nicht ganz so viele, aber ich denke mal, dass ja, wir müssen uns da beide nicht verstecken, schätze ich mal, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, haben wir das Thema OSC Rheinhausen auch noch untergebracht. Richtig geile Nummer. Also ich kann mich da auch nur an Spieler erinnern. Mike, weiß nicht, wie weit du im Handballthema bist, aber Daniel Stefan, der ja auch aus Duisburg-Rheinhausen Richtig, kommt. Nationalmannschaft, Kapitän. Ja, Welthandballer. Welthandballer und Weltmeister. Welthandballer, genau. Welthandballer. André Klimowitz, Naja, sagt mir jetzt nichts. Kreisläufer, der nachher auch mit Deutschland Weltmeister wurde. Okay. Oder André Klimowitz heißt, trotzdem Weltmeister im eigenen Land damals. Ja, Bülent im Tor, kann mich auch daran erinnern. Kann mich auch daran erinnern, dass er reinkam für die 7 Meter. Teilweise. Nee, Wenige gehalten. war richtig geile Zeit. Und Ja. wir hatten ja vorhin schon das Thema, wenn du einmal runtergehst, irgendwie und dann kommst du nicht mehr hoch. Und ich glaube, in Rheinhausen und Handball, das hat sich ja damals dann auch irgendwann relativ schnell dann erledigt. Richtig schade. Ansonsten, ja, coole Erinnerung und cool, dass du dazu Stellung genommen hast. Mike, ich würde sagen, wir ziehen halt mit den Fanfragen jetzt einfach durch, weil wir waren jetzt an dieser Stelle. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, deine Meinung zum jetzigen Stand zum MSV halt drumherum. Ich meine, das kam ja jetzt auch eigentlich die ganze Zeit in der Sendung so ein bisschen vor, ne? Sag ruhig, wer das auch immer fragt, bitte. Ja, genau, stimmt, sorry. Alex Witch Hunter, also ist wahrscheinlich auch noch nachts ein bisschen draußen unterwegs. Ich weiß nicht, ob er dazu noch was sagen möchte, weil hast ja viel dazu gesagt, aber gerne. Also zum jetzigen Stand MSV, rundherum, Umfeld, generell, Lage, dritte Liga, wie die Entwicklung. Ja, ist natürlich, ich meine, du hast so ein geiles Stadion, ne? Also der Hobby hat es ja irgendwann mal auch, hat ja mal gesagt, wenn wir damals dieses Stadion gehabt hätten, wären wir, ich glaube nicht, dass er deutscher Meister gesagt hat, aber wären wir zumindest in den UEFA Cup gekommen. Es ist einfach schade, weil die Fans einfach geil sind. Man sieht es ja jetzt mit diesen Geschichten mit den Hub-Konzerten, die sich vor dem Stadion hinstellen, ist das schon bitter. Ne? Und ich möchte nicht wissen, wie sehr so ein richtiger MSV-Fan leidet oder wie ihr leidet, wenn ihr euren MSV so seht. Und deswegen ist das schon sehr traurig. Aber ich glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid und ihr werdet in der dritten Liga bleiben. Das ist definitiv klar. Ich möchte heute nur den MSV halt mal wieder in der zweiten Liga sehen. Irgendwann einmal. Ne? Genauso wie den VfL Bochum ich gerne mal wieder in der ersten Liga sehen möchte, sieht er ja danach aus, aber MSV Duisburg hat in der dritten Liga nichts zu suchen. Ne? Also die Tradition, die da ist und wie gesagt, die Fanbasis, die da ist, ja, es ist schade. Aber ihr bleibt drin oder wir bleiben da drin erstmal. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt gerade nämlich ein brisantes Thema aus Fansicht zumindest angeschnitten. Ihr und wir und MSV und VfL. Damit werden wir immer wieder so konfrontiert. Und jetzt kannst du uns natürlich ja, die Träumerei so ein wenig entnehmen, indem wir natürlich nach wie vor in MSV-Bettwäsche schlafen. Aber ja, ist ja so, ne? Mike, Nee, ich machen wir uns weiß schon, nichts was du vor. meinst. Nee, klar, klar, klar. Der ein oder andere sagt, ey, der Peter, der ist ein MSV. Der ist ein Zebra, der ist ein Duisburger, der ist da groß geworden, der ist da rausgekommen. Die anderen sagen, hör mal, der Peter war aber auch 3 Jahre beim VfL, ist auch in der Region sesshaft, hat dann auch nochmal Amateurvereine durchlaufen nach seiner Karriere und, und. Zu wem gehörst du denn? Bist du ein Kind des Ruhrgebiets oder sagst du, ah, VfL, das ist aufgrund irgendwie meiner familiären Verbindung jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil am Ende des Tages hätte ich dir jetzt auch noch die Frage gestellt, wie ist denn so der Kontakt zum MSV? Aber das kannst du ja vielleicht irgendwie miteinander verbinden. Also ich bin jetzt mal ein Bayer. Ne? Das wird auch immer so bleiben. Merkt man. Ich kriege mit Sicherheit mein Dialekt. Ich werde niemals so quatschen können wie ein Ruhrpottler. Das Witzige ist nur, wenn ich nach Hause komme, ist es so, dass die Leute in Bayern
sagen, boah, du quatschst, du sprichst ja schon wie ein Preis. das ist wirklich, wirklich witzig dann. Oder ich muss mich auch erstmal immer wieder umstellen, wenn ich nach Hause gehe, wenn mein Vater zu mir sagt, Bur, du kannst jetzt wieder Bordisch reden, lass das Hochdeutsche im Pott. Aber ich bin natürlich, denke ich mal, ich bin 93 in den Pott gekommen und habe mich vom ersten Tag an sau wohl gefühlt. Ne? Das ist wirklich keine Floskel. Und ich hab damals in Duisburg-Beek mir eine Wohnung geholt. Ich würde nicht sagen bewusst geholt, aber ich bin trotzdem immer noch, wenn ich jetzt wieder nach Duisburg gehen würde, würde ich trotzdem lieber im Norden wohnen als im Süden. Mhm. Ich kann es nicht sagen, warum, aber ich habe es nie bereut, in Duisburg-Beek gewohnt zu haben. Wenn du mich jetzt fragst, welche stehe ich eher zu Duisburg oder zu Bochum, ist klar Bochum, ne? Weil ich in Bochum wohne, lebe. Mittlerweile, gut, wir sind jetzt nach Hattingen gezogen, wir sind ein bisschen weg von Bochum, aber klar, meine Freunde sind da, meine Familie kommt aus Bochum. Von dem her gesehen ist natürlich schon eher Bochum. Aber trotz allem würde ich jederzeit wieder nach Duisburg gehen. Ne? Weil jeder sagt ja, Duisburg ist ja mit eine der hässlichsten Städte, die es so auf Gottes Erden gibt. Finde ich nicht. So, spätestens jetzt haben unsere Zuhörer abgeschaltet. warte, bevor ihr jetzt ausschaltet, finde ich jetzt nicht. Nein, wie gesagt, ich würde immer wieder nach Duisburg ziehen. Ne? Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, letzte Saison war ich 3-4 Mal im Stadion, habe dann auch in einem Hotel dann geschlafen. Und habe den Abend nochmal in Duisburg richtig genossen. Ich komme immer wieder gerne nach Duisburg. Ne? Und wenn ich dann da reinfahre, klar, kommen die Erinnerungen. Und deswegen, Duisburg ist schon ein Teil von meinem Leben und ein guter Teil. Und erinnere mich gerne an die Zeit. Und wie gesagt, klar, eher Bochum, würde ich jetzt mal sagen, als Duisburg. Ne? Und ist ja auch total legitim aufgrund von den Punkten, Mike, die er gerade angesprochen hat. Freunde, logisch. Frau, Familie, etc. Ist ja auch nicht so, als wüssten wir beide das nicht vorher schon. Nein, ist ja auch gut zu hören. Ja, auf der anderen Seite, Anschlussfrage jetzt, weil wir das auch Wochen und Monate hier immer wieder ins Spiel bringen, hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass so Leute wie du auch irgendwie gar nicht an den Verein gebunden wurden im Nachgang oder mal gewisserweise mal zu den ein oder anderen Spielen mal eingeladen werden oder irgendwelche, also man hat das Gefühl bei anderen Vereinen, ne? Also ich bringe immer das größtmögliche Beispiel bringe ich immer hier rein, damit, weil es alle Leute kennen, Bayern München, 34. Spieltag, alle Legenden, alle ehemaligen Spieler mit der bayerischen Kluft und klatschen die Spieler ab. Ne? Die werden dann eingeflogen, genau. Die werden eingeladen, die können dann da pennen, die können dann trinken, die können essen. Die kriegen wahrscheinlich auch zum Geburtstag jedes Mal einen fetten Blumenstrauß und eine Dankeskarte. So wie wir das hören, ist das beim MSV natürlich gar nicht so. So, und hat das auch damit zu tun, dass man sagt, hör mal, ich habe hier jahrelang die Knochen hingehalten, ich habe hier gezockt und ich habe Tore geschossen, ich habe Erfolge gefeiert. Ich war sogar 2013 nochmal da und habe das Liedchen getrellert mit dem Bühlen vorm Stadion, wo den richtig dreckig ging. Und da kommt so relativ wenig bis gar nichts zurück? Das ist so richtig. Also sagen wir mal so, ich, was man nicht vergessen darf, ich habe ja nur 2 Jahre beim MSV Duisburg gespielt. Ich hatte das Glück, dass wir eine der erfolgreichsten Saisonen gespielt haben damals. Und deswegen kennt man mich. Man kennt mich natürlich auch, lange Haare, viele Interviews, oft im Fernsehen, natürlich auch in dem Jahr, meine 13 Tore gemacht aber ich bin ja keine Legende. Ich vergleiche mich ja nicht mit einem Hobby oder mit einem Wohlert oder wie sie alle heißen, vergleiche ich mich ja gar nicht. Ne? Aber auch in Bochum zum Beispiel habe ich ja auch nur in Anführungsstrichen 3 Jahre gespielt. Aber was natürlich absolut fehlt, ist, wie du schon gesagt hast,
es kommt gar nichts. Ne? Ich denke mal, dass es dass die Legenden bei euch in Duisburg nicht irgendwo sich beim Spieltag irgendwo treffen, dass die zum Beispiel eine Freikarte kriegen. Ich bin mittlerweile beim VfL Bochum ist es so, dass ich mittlerweile zu 20 Spielern gehöre, die die Karten bekommen. Wir haben jetzt so einen Club gegründet, wo ich glaube, mittlerweile sind wir 20, 25 Ex-Spieler, die auch eingeladen werden, Weihnachtsfeier. Also habe ich gesehen auf dem Foto, Darius Walsh, Peter Peschel, ne? Genau, diese, wo ich mich auch wirklich geehrt fühle, weil, wie gesagt, ich sage halt mal, eine Legende beim Verein bist du, wenn du 200 Spiele gemacht hast, ne? Wenn du 10 Jahre, da, ich würde es nicht 10 Jahre, aber wenn du, sagen wir mal, 4, 5, 6, 7 Jahre da warst, ich bezeichne mich nicht als Legende vom MSV Duisburg, aber das ist das, was bei also das gibt es halt nicht, ne? Und das ist das, was ich schade finde, ne? Was die Fans, glaube ich, schon gerne auch mal so ein paar Spieler von damals sehen würden. Ne? Aber, warum aber zu 100%. Zu 100%. Sagen wir jede Woche. Und du hast ja gerade auch zum Beispiel jemanden reingebracht, mit dem du Jahre oder in dem Fall 2 Jahre gespielt hast, aber der beim MSV über 10 Jahre ungefähr war, Thorsten Wohlert beispielsweise. Ja. Den hast du ja nie mehr gesehen und nie mehr gehört. Ne? Schade, ja. da könnte ich heulen, ehrlich. Du, das gibt ja noch andere Spieler, keine Ahnung, Pino Steininger, ja. Also Ferdi Schmidt, da gibt es ja so viele Spieler, die wesentlich, wesentlich weiter oben sind, als ich das, wie gesagt, ich hatte im Endeffekt das Glück, dass ich halt ein bisschen anders war als Spielertyp und ein super Jahr mitmachen konnte beim MSV. Aber ich vergleiche mich ja mit den Jungs nicht. Aber da gibt's ja wirklich andere. Und da finde ich es halt schade, dass der Verein nicht in der Lage ist, da irgendwas zu machen. Wie zum Beispiel beim VfL Bochum, als ein Spieler wie Baluschinski, mit dem ich 3 Jahre zusammengespielt habe, als der vor, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Jahren ist der gestorben. Und der VfL Bochum hat es nicht hingekriegt, dass die Spieler an dem Tag mit Trauerflor gespielt haben. Ne? Der Ballo hat mit Sicherheit auch 100, 120 Spiele gemacht. Ne? Und das finde ich, da frage ich mich, wo ist das Problem? Ne? Wo ist das dann, warum kann man nicht einfach mal ein paar Spieler einfach auch einladen und sagen, pass auf, wir reservieren euch einen Tisch und laden euch ein, aber das, keine Ahnung. Sagen wir ja jede Woche, ne? Also wenn nach uns gehen würde, wir würden euch jede Woche da einen roten Teppich ausrollen, Mike würde euch jede Woche abholen und wieder nach Hause fahren, aber natürlich besonders traurig, wenn so Leute wie selbst Ennard Dietz keine Karten kriegen vom Verein oder, ist natürlich Wahnsinn. Eine harte Nummer, ne? Ja. Naja, und das gehört einfach zu unserem Podcast hier auch jede Woche dazu, dass wir solche Sachen jetzt nicht nur wie ein schönes Spiel gegen 1860 ansprechen, sondern auch alles das so rund um den MSV. Und Peter, lass dir eins gesagt sein, du kannst dich so oder so bezeichnen, für mich in dem Fall, wo ich gerade zu der Zeit zum MSV gekommen bin, bist du eine Legende und das sehen, glaube ich, viele da draußen auch genauso und von daher, jetzt ist er weg. Nee, ich glaube, er ist noch da. Aber warte, ich muss mir ganz kurz Ladekabel holen. Hast du gemerkt, Mike, hast du gemerkt, er ist so erschrocken gewesen über den Legendenstatus von meiner Seite auf ihn. Aber direkt Kamera aus. Aber weißt du was, lass doch mal eben ganz schnell für diejenigen, genau. Der Peter ist gerade mal eben kurz weg, ein paar Tickets holen. Gehen auch nur ganz knapp durch. Ja, vielleicht einfach nur die ersten 10 oder so. Ja, ne? Auffällig war vielleicht noch ganz einfach. Der Niederrheiner ist 20 Plätze hochgegangen auf Platz 27. Und die Natalie. Wir haben immer Frauen gefordert. Natalie, an dieser Stelle sei gesagt, geh doch bitte wieder raus. Das ist doch unerhört. Hä? 34 Plätze hoch auf Platz 23. Uns beide hat die kassiert, ne? 21 Spieltagspunkte, ja, über mich möchte ich gar nicht reden. 17 Plätze runter, nur 5 Punkte geholt diese Wochenende. Echt beschissen gelaufen. Na gut, ich habe auch nur 9, ne? Also. Dann 17 Plätze hoch, der Possi-Bär auf Platz 18. 14 Plätze. Sensationell, Peter. 14 Plätze hoch, der Kohn 21, auch auf Platz 18. Und dann haben wir die Top 10, da ist der Chef, Mike, wie jede Woche, immer abwertend runtergegangen. Aber fangen wir an.
Ostzebra 78 auf Platz 11, Flohgurke, geteilter Platz, auch auf Platz 11 und dann Prinz Poldi 5 Plätze runter, Fetzi auf Platz 9, Dietmar Hirsch, dein, auch ein Bekannter wahrscheinlich, D. Hirsch, tippt hier auch jede Woche bei unserem Tippspiel mit. Du bekommst natürlich im Anschluss gleich auch nochmal oder morgen oder übermorgen, je nachdem, bekommst auch mal eine Einladung. Wir haben hier so ein kostenloses Tippspiel. Da nehmen auch immer alle unsere Gäste mittlerweile dran teil. Und sind mittlerweile 100 Mann, ne? Also hier Fans ja, und Promis, ne? Tippen mir gemeinschaftlich die dritte Liga einfach durch. Kostet nichts, tut nicht weh und am Ende des Tages kannst du vielleicht sogar ein Dietmar Hirsch-Trikot gewinnen. Sensationell. Ja, und dann haben wir auf Platz 7 den Fahnenträger, Platz 6 Peter 1902, den fünftplatzierten MS Volker oder MSV Olker, je nachdem. Dein Kumpel der Sonne, Mike, auf Platz 4, wieder zwei Plätze hoch. Der wohnt auch im Duisburger Süden. Ja. Ist halt ja meine Adresse für den Peter. Und Platz 3, der Turbinho, Little Pass, hält sich konstant auf Platz 2, alias krass. Sascha Kleinpass und der Timmy auf Platz 1, wie die letzten Wochen auch. Hätten wir Kicktipp an dieser Stelle. Peter, für dich als Info haben wir gerade zur Überbrückung genutzt. Wir haben ja so eine Rubrik mit dem Tippspiel und das haben wir jetzt mal einfach nur kurz und knackig dazwischen geschoben und würde sagen, dann sind wir mit dem regulären Programm durch. Mike, irgendwie noch eine Fanfrage? Doch, du stellst sie bitte. Ihr meint ja Gesangskarriere? Nee, ja, die Gesangskarriere hatten wir ja eigentlich schon abgehakt, oder? Oder hatten wir die jetzt offline? Ja, ich hatte ihn ja vorher gefragt und es hat sich ja ergeben. Er hat ja erklärt, warum er nicht mehr weiter singt und sowas. Also von daher brauche ich jetzt nicht erklären, warum mir ein Fan schreibt, Tobias TT, sei ihm verziehen. Er hat nämlich genau das gefragt, warum hast du deine Gesangskarriere nicht fortgesetzt, weil das MSV-Lied war ja sensationell angekommen. Ne? Da hätte man ja, sag ich mal, to be continued draus machen können, aber hast du ja schon erklärt, von daher. So, dann hattest du aber noch eine Frage von dem Fan, ob der Peter mal seinen Bruder grüßen kann oder so. Ja, die willst du ja unbedingt mit reinnehmen. Ich habe gesagt, komm, ey, Alter, ob wir die nicht rauslassen können, aber können wir ja machen. Zumal, du hast es ja vorhin einmal gebracht mit mehr Bochum oder mehr Duisburg. Dennis Meyer hat uns übrigens dieselbe Frage gestellt, ob du dich mehr zu Duisburg oder mehr zum VfL Bochum gezogen fühlst. Hast du ja auch hinreichend ausführlich erklärt. Vollkommen zu Recht und auch vollkommen verständlich. So, hier, da ist er. Warte. So. Zack. So, Foto. Runterladen. Zack. Und zwar der Zebra-Twist 02. Mein Vater war ein Riesenfan von dir, Peter Kötzler, und auch ein Fan von unserem Podcast und hatte gehofft, dass dein Namensvetter, Peter Kötzler, seinem Vater, den Peter Kunzi, einfach grüßen könnte. Kann er. Schöne Grüße, Peter. Also, Peter Kunzi. Ja, genau. Ist das ein Schweizer? Kunzi. Ja, weiß ich nicht. Peter, sein Namensvetter Kunzi. Peter Kunzi. Ja, in der Schweiz heißen die alle so. Kunzi. Also, Peter Kunzi, liebe Grüße von mir. Alles Gute. Bleib gesund. Bleib gesund auf alle Fälle. Genau, ja, genau. Sehr geile Nummer. Und dann haben wir noch eine Frage über Facebook erhalten, oder mehrere natürlich, aber wir haben jetzt hier ganz viele Themen abgehandelt. Und zwar vom Marcel Sprint. Ich möchte jetzt gar nicht hier so viel über die ganzen Themen, die wir gerade schon hatten. Ganz lustig fand ich noch, spielst du gerne FIFA, lieber Peter? Leider nicht. Mein Sohn möchte immer mit mir FIFA spielen. Für mich sind das zu viele Knöpfe. Und dann hätte der Marcel Sprint noch eine Anschlussfrage gehabt. Spielst du gerne FIFA? Hatten wir gerade gehört. Und wenn ja, spielst du lieber Karriere oder Ultimate Team? Was eine Frage, ne? Marcel, Junge. Warte, ich mach mal kurz meinen Jungen nochmal wach. Der kann mir das erklären. Nein, lass sein. Und dann hat er noch eine zweite Frage, die ist ganz interessant, glaube ich. Hast du noch Kontakt beziehungsweise einen regen Austausch, ich glaube, das ist schon allein übertrieben, aber zu Ciriakos Forza? Nee. Weißt du, warum? Nee. Ich bin mit, der war damals bei Grasshopper Zürich, war das mein Nachbar. Und ich musste mit dem Vogel
2,5 Jahre lang jeden Tag morgens mit dem Auto nach Zürich fahren. Also wir haben in Wohlen gewohnt, im Aargau. Und das Forza ist ein ganz ein komischer Typ. Ne? Wie soll man das erklären? Ich bin eingestiegen oder er bei mir. Wir haben guten Morgen gesagt und haben, glaube ich, jahrelang auch sonst nichts miteinander gesprochen während der Fahrt. Weil ich irgendwann mal gemerkt habe, es bringt ja gar nichts, mit dem zu quatschen, weil der, keine Ahnung. Nee, aber um Gottes Willen, nee. Das Forza ist ja jetzt Renner bei Basel. Ja. Relativ erfolglos. Boah, wie viele Punkte haben die Rückstand? 18? Ach, die sind, ich glaube, Young Boys, ne? Young Boys ist schon wieder durch. Die sind, ja, sag ich, wie viele Punkte Rückstand? 18, 20, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte Rückstand, ja. Also Basel ist, glaube ich, sogar, die sind, glaube ich, Dritter oder was. Die haben jetzt am Wochenende, glaube ich, verloren. Jetzt ist, ich weiß gar nicht, wer jetzt Zweiter ist. FC Zürich vielleicht, ich kann ja mal gucken. Dann, Peter, guck mal, ne? Peter, dann bin ich ja schon froh, dass ich die Frage nicht richtig vorgelesen habe vom Marcel Sprint, weil richtig hätte sie folgendermaßen gelautet. Hast du noch Kontakt beziehungsweise einen regen Austausch mit Chiriakos Forza, deinem alten Kumpel aus Schweizer Tarn? alten Kumpel. Also man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Das war wirklich, man übertreibt ja gerne, aber es war wirklich so, die ersten paar Wochen habe ich noch versucht mit ihm, wenn man im gleichen Auto sitzt und man muss 20 Minuten zum Training fahren, ja, unterhält man sich halt auch gern mal. Ne? Also ich habe es versucht und habe es dann aber nach ein paar Wochen aufgegeben und dann war es wirklich nur noch so, morgen, ciao. Morgen, Chiri, ciao. Grüezi und ciao. Ja, bis morgen dann. Ne? Und das war mein Nachbar. Ich habe mich mit seinem Vater mehr unterhalten als mit ihm. Aber den hast du nur einmal im Monat gesehen, den Vater? Den Vater habe ich schon öfters gesehen. Ne? Also der war ja, wie gesagt, er war wirklich mein Nachbar gegenüber. Ne? Aber vielleicht mochte er mich auch nicht. Aber man muss fairerweise dazu noch sagen, der Marcel hat dann natürlich noch abschließend geschrieben, lieber Peter, bleib gesund und so wie du bist. Sportliche Grüße aus Duisburg. Ja. Liebe Grüße. Hier kurz noch, um die Schweizer Geschichte aufzulösen. Also in der Tat hat jetzt Basel richtig Spitzenspiel gehabt. Ich meine, Young Boys Bern 53 Punkte, aber dann gegen Servette Genf jetzt 2-1 verloren, sehe ich gerade. Servette Genf, wo Karl-Heinz Rummenigge am Ende seiner Karriere noch gespielt hat. Und nach dem Spiel haben jetzt beide den Platz getauscht, also Genf auf Platz 2 mit 34 Punkte, also auch schon 19 Punkte Rückstand und Basel in der Tat 20 Punkte Rückstand auf Platz 3. Und die müssen aufpassen, FC Zürich 32 Punkte und Luzern 31, die drücken von hinten, weil Leute, es gibt andere Ligen, da sind nicht so viele Mannschaften für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, sprich ab Platz 4 bist du in der Schweiz nämlich raus. Wer ist Achter? Achter, Lugano, kennt man aber auch. Und Neunter? FC Sion. Dion und letzter ist Vaduz. FC Vaduz. Und falls sich jemand fragt, wie letzter, es gibt halt nur 10 Mannschaften. Ja, ich weiß. Zu meiner Zeit gab es 12. Ne, für unsere Zuhörer, weißt du? Weil die sind letzter, weil sie sich ja vielleicht mit der Schweizer Liga nicht beschäftigt. Genau. Ich finde Reifeisen. Die spielen ja, glaube ich, 4-mal gegeneinander, ne? Ja, in Österreich ist das auf jeden Fall so. Ja, gut, macht ja auch Sinn. Ne? 4 mal 9, 9 mal 4. 36, ja, kommst du auch schon ordentlich aus von Spielen. Liebe Leute, mit Blick auf die Uhr und im Hintergrund beim Peter, da wird rotiert und auch meine Frau, glaube ich, die sagt gleich hier, mach mal einen Cut. Der Mike, der könnte noch ewig weiterquatschen. Ja, meine genauso, Frau ist schwanger, die schläft schon die ganze Zeit, ne? Genauso wie ich auch und ich würde also sagen... Meine ist froh, wenn ich nicht nach oben komme. Ah, okay. Erstmal. Ich hab gesagt, ich unterhalte mich jetzt erstmal nur. Ich habe hier noch eine Kiste Bier stehen. Was soll ich denn damit machen? Und du hast einen Fernseher, wo man Filme gucken kann, hast du uns vorhin erzählt. Ja, wie geil ist das denn? Ey, Wahnsinn, 21. Jahrhundert, let's go. Hey, super. Peter, wenn du nichts dagegen hast, die Einladung steht auf jeden Fall. Wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, dann machen wir nochmal ein Interview beziehungsweise so eine Geschichte. Dann treffen wir uns mal und machen wir das nochmal vor Ort. Bist auf jeden Fall recht herzlich eingeladen, da kriegen wir was Schönes auf die Beine gestellt. Wir haben da so ein, zwei Sachen in Planung, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Würden uns auf jeden Fall richtig freuen.
Ich würde sagen, wir beschließen das Ganze jetzt, denn wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, Mike, das ist mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit Rekordsendung. Auf der anderen Seite, wir haben so viele spannende Themen hier reingebracht, also da kann ich mal für alle, die uns zusehen, die ganzen Zettel hier so über den Haufen werfen und würde sagen, vielen, vielen lieben Dank an Peter natürlich dafür, dass er den ganzen Spaß hier heute mitgemacht hat. An Mike natürlich wie immer Fachexpertise auf den Punkt gebracht zum Spiel gegen 1860. Ich sage danke und fürs Reinhören und viel Spaß mit dieser Folge. Liken, ganz wichtig. Kommentieren. Aufpassen, was so als nächstes kommt. Folgt uns bitte dann darüber hinaus bei Instagram und bei Facebook. Und ja, haltet dem MSV natürlich die Treue. Guckt am Samstag das Spiel gegen Viktoria Köln. Ich glaube, gemeinsam kommen wir wie in den letzten Wochen auch durch diese Partie. Bin da sehr optimistisch und sage natürlich, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Peter. Und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Für mich am Ende des Tages auf jeden Fall eine Legende. Ich habe dieses Trikot und das werde ich auch die nächsten 30 Jahre noch haben. Und würde sagen, ich beschließe an dieser Stelle den Abend, übergebe jetzt in erster Linie an Mike noch das Wort und an Peter und habe danach zum Schluss noch einen kleinen Einspieler. Von daher sage ich, bleibt gesund, liebe Leute, kommt gut durch die Woche und sage nur der MSV. Ciao. Ja, bevor ich an Peter übergebe, der dann natürlich als Gast, als legendärer Gast die Sendung beschließen kann, möchte ich mich auch nochmal bei Peter bedanken. Mega cool. Also ich muss sagen, ich habe meine Tochter vorhin ins Bett gebracht und bin mit eingepennt. Und dann steht man so ein bisschen auf und denkt so, boah, kacke. Und jetzt hätte ich noch Bock, weiter 2-3 Stunden über Fußball zu quatschen. Also sensationell, hat mega Spaß gemacht. Ich weiß auch, was du meinst mit Animateur, vor allen Dingen, sage ich mal, den Spaß den Kindern beibringen. Ich glaube, da bist du absolut der richtige Mann. Auf diesem Weg nochmal kannst du Jörg und Ralf nochmal grüßen, halt von Mike Bodden. Wenn du vergisst, ist auch nicht schlimm. In diesem Sinne, kommt gut in die Woche, vor allen Dingen mit den 3 Punkten. Wir hatten vor 4 Wochen hatten wir 18 Punkte, jetzt haben wir 30. Am Samstag knallen wir Viktoria weg und dann reden wir im Sommer mal über den einen oder anderen neuen Posten. Bleibt negativ und ciao. Jetzt darfst du noch, Peter, du darfst dich auch noch verabschieden. Ja, hat mir brutal viel Spaß gemacht. Ich nehme die Einladung gerne an, komme, wie ich ja vorher schon gesagt habe, immer wieder gerne nach Duisburg. Und ja, liebe MSV-Fans, glaubt an euren Verein, das macht ihr sowieso. Und wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. In dem Sinne, 3 Punkte gegen Viktoria Köln, dann sieht alles schon wieder besser aus. Tschüss, euer Peter Kötzle. Servus. Schön, dass es dich gibt.